Und ja, ich wurde nicht gefragt, sondern genötigt, dann doch lieber mal tell me why, was anscheinend sehr viel mit dem Backstreet Boys Song zu tun hat, mir dann zumindest mal anzuschauen. Und ja, das werde ich jetzt mal machen. Wird aber bestimmt ein anderes Mal Little Nightmares. Vielleicht ja danach. Also, Tell Me Why ist ein Episodenspiel. Hallo, hallo, liebe Frau Jules. Und daher, ich denke nicht, dass ich das jetzt durchspielen werde. Besonders deswegen, weil die Frau Jules ja mich jetzt auch nicht darauf hingewiesen hat, ob und wie lang und überhaupt das Spiel geht. Aber die Frau Darsby meinte, ich soll mir das mal angucken. Und ja, dann gucke ich mir das jetzt mal an. Und ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich irgendwie hier versuche, die Einstellungen hinzukriegen. Ja. Okay, kaum sichtbar das mittlere. Das passt doch in etwa so. So, Einstellungen, Einstellungen, Grafik, Gamma, fortgeschritten. Sie sind fortgeschritten. Ohne Rahmen, Vollbildschirm, natürlich Vollbildschirm und unbegrenzt viel. Grafik sehr hoch. Vertikale Synchronisation, ja. Ich finde diese Einstellungsmöglichkeiten immer ganz toll. So. Audio, Gesamtlautstärke passt. Kopfhörermodus aus. Was auch immer das bringt. Dynamikbereich hoch. Naja. Und warum auch immer meine Nase gerade juckt. Ah, anscheinend denke ich gerade an wen. Oder wie ist das? So, vorgesagt, gesorgt, gesagt, gesagt, getan habe ich. Neues Spiel. Jules, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie langweilig für dich, aber ich hoffe, ich bringe meine Emotionen gut rüber. Tell Me Why ist ein storybasiertes Spiel, in dem jede deiner Entscheidungen zählt und deine Beziehung auf die Probe gestellt wird. Keine Ahnung, was da stand. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock mitgebracht. Ein bisschen Spaß. Und wir sind in Alaska. Delos Crossing. Dealers Crossing. Ein Polizeiverhör. Hey, Knaps. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, okay? Was ist heute Nacht passiert? Ich wollte ihr meine neue Frisur zeigen. Sie hatte eine Waffe. Sie... Lass dir Zeit. Sie ist ausgerastet. Ich... Ist schon okay. Nein, ist das nicht. Es ist nicht okay. Meine Mom wollte mich umbringen, also habe ich sie erstochen. Ich habe sie umgebracht. Okay. Kapitel 1 Heimkehr. Spannend. Die Frage aller Fragen. Wir sind jetzt im Wohnzentrum Fireweed. November 2015. Wer Alaska kennt, der weiß, Alaska ist ziemlich weitläufig und sehr dünn besiedelt, wenn ich mich recht erinnere. Aber sehr schön ist es in Alaska, nicht wahr? Und ich weiß wieder nicht, ob ich über die Musik drüber reden muss oder nicht.
hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich einfach doof drüber rede. Auch wenn das nicht passt, die Synchronstimme kenne ich aus einem Anime. Und mich nervt das, dass ich nicht weiß, welcher. Ja, das ist tatsächlich immer die Frage bei dir, ne? Weil das passiert ziemlich häufig in letzter Zeit, dass auch mir auffällt, dass die Synchronstimmen in so einigen Spielen dieselbe ist wie von etwas, was ich schon kenne. Ich glaube, ich sollte drüber reden. Genau. Solange die sich mint, hole ich mir mal mein Essen von gestern. Meinst du, du hältst es inne? Ich hoffe doch. Okay, sie schminkt sich, er räumt auf und schaut sich ein Foto an von zwei. Einem Jungen, einem Mädchen, zwei Kindern. Sind das die zwei? Sind sie gute Freunde? Wahrscheinlich. Ich habe mir gerade einen geilen Veggie-Burger und eine Pilzpfanne und Mini-Pizzellinis gemacht. Ja, danke, danke. Ich habe jetzt gar keinen Hunger auf einen Veggie-Burger, Mini-Pizzellinis und Pizzinis. Firewalls. Ja. Die Raps, ey. Also ganz ehrlich, Jules, ich will das sehen. Du hast mich damit echt so ein bisschen gepackt. Also bitte poste die nachher mal in den Discord. Gut, zuerst suche ich die Schlüssel zum alten Haus. Dann okay. Fahre ich nach Fireweed und bleibe einfach ganz cool. Ganz cool bleiben. Alles wird gut. Das schaffen wir. Und wir sind Allison, also. Gehen. Ich kann gehen. Yay. Die muss ich mit nach Juno nehmen. Juno. Juno ist doch, meine, Juno ist die Hauptstadt von Alaska. Ich sollte die wegwerfen. Immerhin kann ich sie jederzeit streamen. Lesen. Aber der Anblick der Box macht mich glücklich. Eine Sternenreise. Die Hexen von Eltham, Staffel 1 und 2. Aha. Cool. Ach, da oben. Ah, Space Shuttle. Da kann ich nichts lesen. Okay. Und ein Foto. Vielleicht ein Prom-Foto oder irgendwie sowas. Ey, ich bin auch gespannt, Jules, ganz ehrlich. Also, wie gesagt, ich mag Life is Strange. Life is Strange. Ob Tyler mich überhaupt erkennen wird. Das letzte Tyler. Foto ist noch aus meiner die Haare zu Hause färben Phase. Uff. Naja, Allison, ich weiß es nicht. Ich bin auch gespannt, Jules, habe ich schon gesagt. So, Raps, ja, ich bin auch gleich da. Nein, ich bin hier. Jules. Deswegen, Foto. Bitte. Hab gerade ein Bild von meinem geretteten, zerschellten Kuchen in den Foodporn. Du hast ihn sehr gut gerettet. Ich bin ja gespannt, wie hast du das gemacht? Hast du irgendwie das Gitter unten drunter gehabt und bist dann... Dass wir zum Haus zurückgehen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Irgendwie so? Oder bist du mit dem Gitter unter dem fallenden Kuchen? Ich bin gespannt, was da die Geschichte hinter ist. Mit Ellie teile ich. Merke ich mir, Jules. Merke ich mir. So. Untersuchen. Delos News. Nö. Vielleicht in der Schreibtischschublade? Was suchen wir überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich will mir erstmal. Ich bin so. Ihn nach all der Zeit wieder zu sehen. Ah, das ist das Foto, was der Kerl eben weggepackt hat. Das heißt, der Kerl ist Tyler und sie ist Allison. Und die zwei kennen sich schon seit sehr langer Zeit. Ist der das? Ich glaube, das ist er nicht, ne? Nee, der sah anders aus, der Typi. Michael und Tyler werden sich super verstehen. Wer ist Michael? Ist Michael ihr Freund? Eishockey. Aha. Vielleicht sollte ich nochmal meine Mails checken, bevor ich gehe. Nein, das habe ich heute doch schon dreimal. Ah, Mails checken. Die Zeit ist meine Verbündete von Lucia Crane.
Die Form vergangener Tage von Linda Armour. Süßer Sommer von Martha McNeil. Sehen. Ah, wir brauchen also tatsächlich die House Keys noch. Geschenk ist dabei. Innery, Snacks Ob and Drinks. Tyler mich überhaupt erkennen wird. Das fragst das du doch schon. Das letzte Foto ist noch aus meiner die Haare zu Hause Farbenphase. Du fragst dich ziemlich häufig, Allison. to do Geschenk. Haarplan. Okay. Jules, was steht da an zweiter Stelle? Ich habe keine Ahnung. Sie wirkt verwirrt. Ja, wie Ellie. Okay. Alles bereit? Nee, ist noch nicht alles bereit. Wir suchen Aber noch die Hausschlüssel. Der verdammte Haustür- Ganz Schlüssel. Genau. Polizeichef Brown bittet Gemeinderat um neues Budget. Hafenstreik beginnt diese Woche. Bürgermeisterwahl. Kandidat Tom Ovechi für Waffenreglementierung und Geld für örtliche Schulen. Okay. Okay. Ich glaube, das war's, ne? Ist hier der Schlüssel? Nee. In einer der Schubladen scheint er nicht zu sein. Doch. Ja. Unglaublich, dass wir zum. So bist du abgebrochen. Ach, komm schon. Komm schon. Nehmen. Dann nehmen wir es uns mal. Warum habe ich das noch? Der Anblick erinnert mich jedes Mal daran, wie allein ich bin. Allison und Bobby. Karibische Träume. Abschlussball 12. Hi, Bobby. Da war auf jeden Fall kein Schlüssel. Spiegel. Oh, wir können uns im Spiegel ansehen. Ihr wisst, ich mag es, wenn Spiele so detailliert sind, dass man sich selbst im Spiegel sehen kann. Ob Tyler mich überhaupt erkennen wird. Ah, sie. Das letzte Foto um diese Tageszeit werde ich wohl keine Sterne sehen. Schade. Was ist da? Schlittschuhe? Ich habe seit der Highschool nicht trainiert. Bin bestimmt eingerostet. Mars. Ich könnte mir dieses Bild ewig ansehen. Okay, sie scheint also sehr planetaraffin zu sein. Nicht gerade meine hübscheste Kreation. Sieht aus wie ich kurz nach dem Aufstehen. Und sie mag Roboter. Oder Marsmännchen. Je nachdem, was es ist. Da oben. Ich habe jetzt keine Zeit, mir dieses Zeug anzuschauen. Okay. Warum sollte er hier sein? Wahrscheinlich, weil er genau da ist. Noch eine Staffel. Was soll ich denn bloß machen, wenn die vorbei ist? Mich mit echten Menschen beschäftigen? Was ist da unterm Bett? Ein Monster? Ach ja, ich habe ihn hier unten versteckt. Das hast du sehr gut gemacht, Allison. Das ist zumindest ein Schlüssel und eine Voodoo-Figur. Ach, hier hast du dich also versteckt. Oder ist es Dobby? Das war Dobby. Habt ihr gesehen? Das war Dobby. Schlüssel nehmen oder Bild ansehen. Das fühlt sich wie ein anderes Leben an. Ja. Ist das der Ersatzschlüssel? Ich meine, warum sollte sie ihren eigentlichen Schlüssel da reintun? Okay. Ich glaube, ich kann jetzt los. Ja, aber ich will noch ein bisschen gucken. Just between us. Oh, ich muss Tyler zwingen, sich den mit mir anzuschauen. Und er wird ihn echt hassen. Unter uns. Ja, gut. Ich will mir unbedingt den Meteorschauer ansehen. Vielleicht möchte Tyler ja mit? Nachtwache Alaska. Hey, willst du dir für brennende Felsbrocken am Himmel den Arsch abfrieren? Danke für den Follow, ja, Tobi. Hört sich nicht so verlockend an. Nachtwache Alaska. Okay.
Was haben wir noch Schönes hier? Da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon. Sind wir dann fertig? Haben wir alles gepackt? Wollen wir durch diese Tür gehen? In diesem Outfit, warte. In diesem Outfit. Alaska kann kalt sein. Und das ist im November. November 2015. Ja gut. Hallo Tobi. So, wir haben ja jetzt den Schlüssel. Und gehen aus der Wohnung. Raus. Oder vielleicht gehen wir auch nur ins Bad. Ali, sie wird sich bestimmt unwohl fühlen. Ey, ich bin echt unrasiert. Tobi, ganz ehrlich, ich muss mich ganz dringend nochmal rasieren. Aber ich denke mir, ey, warum? Ich muss nicht unter Leute gehen. Und passt schon. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und förmlich? Wieso keine E-Mail? Tja, ich dachte mir, für ein Hey Bruderherz, es sind Geschwister. Okay, okay, das ist gut zu wissen. Ich habe schon an was anderes gedacht. Hey Bruderherz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen, nachdem du 10 Jahre im Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer. Du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist, die Maschinen die Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, das du bei Kerzenschein lesen kannst. Siehst du? Ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Also versuch das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass deine Schützlinge... verlässt? Sie werden dich bestimmt vermissen. Ich habe neue Reifen anbringen lassen, bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen und spar dir abfällige Bemerkungen, wenn du meine Karre siehst. Sie hat einiges erlebt und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Veggies haben mir den Tag freigegeben. Wir können also direkt zum alten Haus fahren und es für den Verkauf vorbereiten. Okay, es geht um einen Häuserverkauf. Ich kann es kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen. Nur damit das klar ist, drück dich, Alison. Schwesterlein. Okay. Ich kann kaum glauben, dieses Zimmer zum letzten Mal zu sehen. Okay, ich bin soweit fertig hier. Das ist schon. Ich mach mein Kobold, dann geht's los. Der Kobold, siehst du, Dobby. Alison hat Dobby. Jo, viel Spaß im Lurk. So, wir haben der Weg zu einem gesunden Selbstbild für Transmänner, Alex Green. Die kenne ich inzwischen fast alle auswendig. Okay. Und Schutz vor der Flut von Ina Beckford. Ich hätte es so gerne zu Ende gelesen, aber Gott, war das zäh. Das haben manche Bücher so an sich. Leider. Scheint aber auch ein dickes Buch zu sein, nicht wahr? Wir sind... Oh, CDs. Was hört Tyler denn so? Duplex Duo, The Art of Destiny. Blöd, dass ich die da lassen muss. Aber wenn ich das voll aufdrehe, bricht das Alter aus sicher zusammen. Wirklich. Die habe ich zur letzten Dauerschleife gehört. Enemigos. Southside Flippin. Hallo, Papa Frechfuchs. Fuxi, hi. Danke für dein Follow. Einmal kurz, Moment. Ich war eben draußen, es war so kalt und kennt ihr das? Kennt ihr. Mann, der Soundtrack meiner angsterfüllten Teenagerjahre. Ja. Soll der nächste Rebell es haben. Die Light Distribution. Further. Okay, also, Tyler und Allison wollen sich an einem alten Haus treffen, um es zum Verkauf vorzubereiten. Das ist der Kobold, den hey, er meinte, du oder? Kleiner. Bald wirst du deine Schwester wieder treffen. Ah, Dobby und... Ellie, du bist doch immer so kreativ. Dobby und... Weil Allison hatte auch schon einen Dobby. Das kann nicht Dobby und Dobby sein, das ist ja doof. Vielleicht sind das Zwillinge und heißen wirklich Dobby und Dobby. Dobby Lino, okay. Dobby und Dobby Lino.
neues Sammlerstück, die listigen cool. Kobolde. Jetzt bin ich aufbruchbereit. Du hast das erste Sammlerstück des Spiels gefunden. Du kannst sie im Pausenmenü ansehen. Will ich das jetzt Ciao, schon? Herbert. Oh, Herbert die Blume. Elli, das ist doch da, das ist doch wie für dich, oder? Herbert die Blume. Da ist ein Pöster. Ihr bleibt hier. Dann lernen die Kleinen noch was über Filmklassiker. Sehr schön. Celebrate, educate, unite. So kann ich mir das nicht ansehen, auch untersuchen. Da. Feiern, aufklären, zusammenhalten. Transvisibility March in UNO. 31. März 2014, 17.30 Uhr bis spät abends. Organisiert vom Juno Bund für Gleichberechtigung. Die Pflanze heißt Herbert, ja. Die Pflanze Herbert. Sehr cool. Denali. Ich muss mich für nächsten Sommer bewerben. Denali. Streik. Take me. Nimm mich. Dieser Karton voll Müllschätzen gehört jetzt dir, dem rechtmäßigen Finder. Voll gut. Das heißt, er verlässt wirklich sein Apartment hier. Wahrscheinlich ist Tyler so am Studieren gewesen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das ist das Dorm oder so. Fireweed. Testosteron TRX auffüllen. Ist TRX? Was ist TRX? Kenne ich jetzt gerade nicht, aber gut, Testosteron also nehmen. Wann war das immer mit Boss? Sehr gut. The Drowning. Bestimmt ein sehr guter. Ein sehr guter Liebesfilm. Mit Shirley O'Toole und Sidoane Farid. Hallo Lena. So, und das war jetzt lieb genug. Danke, Lena, dass du da bist. Hi. Das ist derselbe Brief von gerade, ne? Denke ich mal, oder? Nee. Hey. Hey, Aaron. Hey, Aaron. Du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke, aber du warst der beste Tutor, den sich ein gefährdeter, aber reformierbarer, haha, Jugendlicher wünschen könnte. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste draus zu machen, wenn ich aus Fireweed raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel, Tyler. Er geht wirklich weg. Ja, also mir geht's gut. Mir wurde von der lieben Jules ein Spiel vorgeschlagen, was sie selber schon am Pat und Cybi gestreamt hatte. Und ich dachte, ja gut, Mann, guckst es dir mal an. Ich werde diese Vögel vermissen. Vögel. Wir sehen uns, Tyler. Drück dich. Danke, bester Mentor. Du wirst uns fehlen. Viel Glück. Bis bald. Du hast es rausgeschafft. Vaya con Dios. Lena, was ich ja mal sagen wollte, ne? Also, Lena, du hast es echt nicht leicht. Ich fand den gut. Cybi! Hi, Cybi! Ja, okay. Wir haben also Dobbilino. Und wir verlassen Herbert. Oh, ich habe noch nicht aus dem Fenster rausgeguckt. Und haben wir den da hinten schon? Mann, die Aussicht werde ich vermissen. Ja. Ja, ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen. Shit, I gotta do. Mann, der wird's weit bringen. Und ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Vielleicht könnte ich... Ja. Nein, das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Okay. Noch zu erledigen. Tutoraufgaben. Perez mit Motivationsschreiben fürs College helfen bis zum Wochenende. Dr. Beck anrufen wegen Tutorsitzungen mit Jeremy. Aaron treffen. Aaron. Ich lese es einfach auf Deutsch vor. Ist doch egal, oder? Aaron treffen wegen Gartenprogramm. Ich meine, wir haben Herbert die Pflanze, die Zimmerpflanze. Sonstiges. Papierkram vorbereiten für Flucht W2 und Brief 2. November. Irgendwas für Allison. Da war ich schon, ne? Auch wieder viel zu lange hier. Langweilt euch bestimmt schon.
So, Tasche ist gepackt. Tschüss. Schönes Zimmer. Da, Herbert, bitte gib mir Wasser. Herbert spricht mit uns, mit seinem nächsten Herrn. Allison hat sich wirklich noch eine Jacke angezogen. Und eine Mütze. Ja, die Musik ist toll, Zybi. Warum schmeißt sie den Teddy raus? Die Musik ist toll, aber ich versuche trotzdem so ein bisschen drüber zu reden. Hi, Tyler. Hi. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen und du sagst Hi, Tyler. Oh, sorry, ich... Schon gut, Allison. Hi ist doch ein guter Anfang. Ist das schön, dich zu sehen. Finde ich auch. Willst du noch irgendwas mitnehmen? Nein, das war's. 10 Jahre in einer Tasche. Dann sollten wir gehen. Wir dürften noch die Morgenfähre kriegen. Scheint eine sehr leichte Tasche zu sein. Die steht dir gut. Danke. Die ist von einem meiner Schützlinge. Die ist echt klasse. Ja, ich finde, er ist echt wahnsinnig talentiert. Ich habe Cafés in der Gegend überzeugt, seine Kunst auszustellen. Tyler Ronan, Mentor der nächsten Generation. Ja, wir sind im Arsch. Also, wirst du irgendwas hier vermissen? Das Essen? Die Leute... Also ganz ehrlich, Ellie, dich brauche ich nicht fragen, oder? Wobei, weißt du, wie das Essen in Alaska ist? Wahrscheinlich sehr kalt oder so. Zybi! Netter Mensch. Dankeschön. Danke, danke, danke. Die erste Spende, die ich hier bekommen habe auf dem Channel. Dankeschön. Essen, natürlich, klar. Den Geschmack von verkochtem Halbutt. Aber mal im Ernst. Ich war zu Hause. Zumindest eine Weile. Oh. Ja, das verstehe ich. Aber zum Glück muss ich nie wieder diesen verkochten Heilbutt essen. Tja. Fahren wir nach Dallas Crossing oder schieben wir? Du kannst gern zu Fuß gehen. Nee, versuchen wir es. Willst du dich nochmal umsehen oder so? Fertig. Fahren wir. Also ich verstehe jetzt irgendwie den Hintergrund noch nicht so ganz. Also beide haben sich jetzt 10 Jahre lang nicht gesehen. Weil, wieso habe ich im College gesagt? Das ist doch hier so ein Einwohnerzentrum, ne? Yay! Erste Errungenschaft erreicht. Fürs Nix-Tun habe ich 50 Gamerscore bekommen. Geil. Doch, wirklich. Ich bin viel zu unkreativ, um mir sowas auszudenken. Oh, und letzte Woche musste die Fähre umkehren, weil ein Bär mit an Bord war. Nicht im Ernst. Jemand hörte aus einem Lieferwagen Lärm, also haben sie reingeschaut. Und drin lag dieser Bär, fett und zufrieden auf einem ganzen Berg leerer Chipstüten. Immer dem Essen nach. Oh, das kann ich verstehen. Was ist dann passiert? Ich weiß nicht genau. Er wollte wohl nicht raus, also wurde er betäubt. Oh, armer Kerl. Ein Schuss in den Hintern für ein Fressfleisch. Tja... Du weißt ja, wie es heißt. Im Bärengebiet geht Sicherheit vor. Ja, aber Prävention wäre besser. Wenn man vorher das richtig nachdenkt, bis später. Dann muss es gar danke nicht erst dir. So weit kommen. Den Bären geht's gut, Tyler. Noch. Hast du schon gehört, dass sie überlegen, die Gesetze zur Trophäenjagd wieder zu lockern? Höhere Jagd. Sind schon auf der Fähre, grausame Boden ja. Fallen. Sogar die Jagd im Winter soll wieder erlaubt werden. Was für Arschlöcher erschießen schlafende Tiere? Ich bin kein Jagdgegner, aber Raubtiere sind extrem wichtig für das Gleichgewicht in unseren Parks. Was? Warum grinst du so? Ich meine es wirklich ernst. Oh, das glaube ich, Ranger Tyler. Noch nicht. Aber zumindest den Schulteil habe ich hinter mir. Unglaublich, dass du schon einen Bachelor hast. Ich habe so ein halb abgeschlossenes Zertifikat in Buchhaltung von einem Online-College, das meine Kreditkartennummer geklaut hat. Du findest schon raus, was du willst. Du hast Zeit.
geht's dir? Als würde ich auf einen Schneesturm zufahren und das Nebellicht ist kaputt. Das sieht wunderschön aus. Und was ist mit dir? Allison? Wow. Ich war gerade total in Gedanken. Sorry. Was ist los? Tut mir leid, ich versuche nur die Tatsache zu begreifen, dass du hier bist. Dass du neben mir stehst. Vielleicht kann ich es kaum drehen. Auf dem Weg nach Delos. Das muss dir nicht leid tun. Es ist echt krass. Ansehen? Warum haben wir die Fähre genommen, statt zu fahren? Ich wollte nicht noch 2 Stunden länger mit dir im Auto feststecken. Haha. Wir müssen die Fähre nehmen. Sie ist der einzige Weg von Fireweed nach Delos. Verstehe. Ein Glück. Noch 2 Stunden mit dir am Steuer hätte mein Magen auch nicht mitgemacht. Tut mir leid. Willst du weiterfahren, wenn wir an Land sind? Nö. Irgendwann musst du dich wieder ans Steuer setzen, weißt du? Hör zu, ich habe einen Van von Fireweed in den Graben gefahren. Hey. Immerhin hast du das Stachelschwein verschont. Ja. Ich schätze, es hat sich nicht viel geändert. Du meinst denn Delos? Ich komme auch gar nicht zu Wort. Immer ein trostloses Kaff. Ich will endlich hier raus. LT gedrückt halten, um zu antworten. Und ich hatte Zeit. Kleinstadtliebe so schlimm. So schlimm? War es echt so schlimm? Ziemlich. Aber es hätte auch noch schlimmer sein können. Du meinst, wie in einer Einrichtung für gestörte Jugendliche zu landen? Aha. Wenigstens hattest du Michael. Ja, ohne ihn hätte ich die Highschool wohl nicht überlebt. Sicher fehlt er dir, wenn du ein Juno bist. Wie geht's ihm? Gut, gut, gut. Aber ich sehe ihn außerhalb der Arbeit zurzeit kaum. Er ist mit Hansen beschäftigt und plant mit seinem Clan ein Potlatch. Ist das Rauch da drüben beim Steinhaus? Die alte Hütte wurde wohl endlich verkauft. Ja, oder die Gespenster wärmen sich am Feuer. Ob die neuen Besitzer wissen, dass es dort spukt? Tina hat bestimmt alles getan, um es zu verheimlichen, bis der Kaufvertrag unterschrieben war. Ach, das Haus war mir immer unheimlich. Diese Fenster sind wie riesige gaffende Augen. Meinst du, die Leute reden auch so über unser Haus? Guck mal, Ellie, wie schön das da hinten mit den Gletschern ist. Voll toll. Wieso kann ich mir das Haus nicht ansehen? Ich verstehe halt immer noch nicht so ganz, um was es hier überhaupt geht. Zum Steinhaus? Ich meine, wir gehen nach Hause. Ja. Ja, tun wir. Ob jemand das Haus kauft? Bisher keine Interessenten. Anscheinend sind Mordhäuser ohne Strom nicht besonders gefragt. Mordhaus? Immerhin ist die Aussicht hier schön. Nicht wie in Juno. Hey, Juno bietet tolle Bergaussichten. Und es gibt Leute, Unterhaltung. Willst du noch bei mir einziehen? Ich denk drüber nach. Hey, kann ich dich was fragen? Klar. Schieß los. Ich hab gehört... ich meine, als du, deinen Abschluss hattest und vor 3 Jahren Mentor wurdest, du warst immer noch die ganze Zeit in Fireweed, oder? Größtenteils. Eigentlich wollte ich ein paar Mal zu diesen Treffen für Transgender in Juno, aber immer kam was dazwischen. Ich hätte wahrscheinlich mehr unter Leute gehen sollen. Doch ich wollte lieber da sein, falls die Bewohner mich brauchen. Du konntest also kommen und gehen, wie du wolltest. Ja? Warum fragst du? Ach nichts. Ich mach mir nur zu viele Gedanken. Bin neugierig, was du so gemacht hast. Nett. Okay. Bruder und Schwester gehen in das Allison? Haus der Eltern, ja? Um es zu verkaufen. Und da ist ein Mord passiert. Spuck's aus. Okay, versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Was ist denn? Was hat sie da? Eine Münze. Ein Ring. Von Eddie. Ich weiß, du magst ihn nicht besonders, aber... Tut mir leid. Von Eddie also. Du meinst wohl Chief Brown. Also den Polizisten, der mich festgenommen hat. Komm schon, Ty, du. Und dein Adoptivvater, wegen dem du mich 7 Jahre lang nicht besuchen durftest.
Die Leitung von Fireweed hat ihm recht gegeben, Tyler. Sie hielten es für das Beste für uns beide. Tja, nun, das war's nicht. Vertragt euch doch. Ihr seid die zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben. Bitte. Für mich. Ich vergeb ihm doch nicht, nur weil er mir irgendwelchen billigen Ramsch schenkt. Es ist ein Geschenk, Tyler. Du weißt, was Geschenke in der Kultur der Tlingit bedeuten. Und was es heißt, sie abzulehnen. Das kann ich nicht annehmen. Das ist mir egal oder gut. Ich denke, man kann einfach auch mal ein bisschen dankbar sein, ne? Also gut, sind wir mal freundlich. Na gut. Ich nehme ihn, aber ich trage ihn nicht. Wirklich? Echt? Ich habe keine Ahnung, wer dieser Ellie ist. Ich mache das für dich, nicht für Chief Brown. Aber Allison weißt ist du, nett. Nenn ihn doch Eddie. Oder auch Onkel? Nein, danke. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz, Ellie. Aber das wird sich bestimmt gleich zeigen. Also, Fakt ist, wir haben es hier offensichtlich mit einem Transmann, sagt man, ne, zu tun. Hast du das gehört? Und ich denke, das wird vielleicht auch noch irgendwie zum Thema gemacht werden. Falls nicht, ist es ja auch gut. Weil bis jetzt finde ich es ziemlich cool, wie damit mit dem Thema umgegangen wird. Wow. Ein Wal. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ja. Mitten in Alaska. Auf dem See. Wäre es sehr unpassend, wenn ich jetzt zu Hause anrufen muss? Ja. Vollkommen. Sorry. Nur zu. Und entschuldige dich bitte nicht andauernd. Okay, entschuldige. Danke. Juhu, wir dürfen wieder erkunden. Ist das nett? Okay, oh, das ist wieder auf diesem Boot zu sein. Unser Auto. Und ich wollte schon sagen, da stehen Leute, ne? Weil wir sind ja nicht alleine hier. Und hätte mich jetzt zumindest sehr gewundert, wenn hier kein anderer gewesen wäre. Aber da ist halt ein Typi noch auf dem Boot. Und dann gucken wir jetzt mal in die andere Richtung. Sehr hübsch, wirklich sehr, sehr hübsch hier. Na, dann gehen wir doch mal weiter gucken. M wie Saboteur. Okay, was sabotieren wir denn? Wäre ein gutes Wortspiel gewesen. Ja, ich wollte schon sagen. Alaska Sea Lines. So, viel mehr gibt es hier gar nicht. Wo ist denn der Captain? Da drin wahrscheinlich, ne? Hallo. Oh, Schild. Wenn alle Stricke reißen, befolgen sie die Anweisungen des Kapitäns. I told ya. Morgen. Hallo. Hi. Wie ist du die Fahrt? Ich liebe es. Ist nicht mein Ding. Ich liebe es. Ich kann mich an dieser Aussicht nie satt sehen. Na, das okay. Aber hallo. Wohin geht's? Nach Hause. Dallas Crossing? Ich auch. Auch aus der Gegend? Uff. Also er guckt nicht wirklich nett, ne? Geboren und aufgewachsen, bin nur zu Besuch. Bin nur zu Besuch. Ich bin nur ein paar Tage in der Stadt. Dafür Verstehen. Guckt er mir geradezu griesgrämig. Irgendwelche Verwandte in der Gegend? Wir wollen nur passieren. Meine Schwester. Meine Schwester. Aber sie zieht bald weg. Also ist das eine Abschiedsreise. Sozusagen. Sowas in der Art. Mein Name ist Alex. Alex Gershwin. Nicht verwandt. Hä? Mit George Gershwin. Gershwin, der Pianist. Alle fragen immer, ob wir verwandt sind. Also sag es lieber gleich. Oh. Wie sagtest du, ist dein Name? Uff. Tyler Ronan, nennen Sie mich Tyler. Landet mal beim Förmlichen. Okay. Hat mich gefreut, Tyler. Mich auch, Sir. Also ich eben. Er wirkt zumindest nicht wirklich nett. Er guckt sehr, sehr komisch. Hey Allison, nehmen wir statt dem Highway die Panoramaroute? Allison? Ich glaube, sie hört dich nicht. Ich glaube auch. Dann wohl nicht. Was haben wir hier denn Feines? Dinerlei.
Expedition Alaskas Kronjuwelen entdecken. Now open. Dew drop in bed and breakfast. Das Haus bietet eine begehbare Kühlzelle und Platz für die Verarbeitung von Wild und Fisch. Ah, lecker. Tlingit Dance Performance. Ja. Ist eine Tanzgruppe, die unsere Community, Herkunft und Tradition zelebriert. Wir laden euch ein, gemeinsam mit uns zu trommeln, zu singen und zu tanzen. Kommt und feiert mit uns unsere Kultur. Öffentliche Veranstaltung, Eintritt frei. Was haben wir hier denn? Biete 5 Meter Kanu, stabiler und robuster Glasfaser-Rumfeckspiel für 5 PS, so und so und so und so. Hey Cat! Schön, dass du da bist. Danke für den Follow. Einführung Igelkraftwurztee. Wie geil. Herstellen. Unser Leben, unsere Community, unser Kulturprogramm, gesponsert von der Huna Heritage Foundation. Lerne, wie du Igelkraftwurz erntest und zu Tee verarbeitest. Jetzt anmelden. Geil. Kenn ich nicht. Was ist Igelkraftwurztee? Hi. Schützt unsere Heimat. Wir haben keine andere. Und Under the Sea. Unter dem Meer. Gerstenau. Winterball. Winterball. Wow. Dresscode. Abenteuer. War das nicht Allisons High School? Ja, es war Allison. Okay. Aber wo ist der Kapitän? Oder ist das ein selbstfahrendes Schiff? Der Kapitän wird da oben sein, weil da ist kein Fenster nach vorne. So. Sind wir jetzt einmal rumgegangen. Haben wir hier mal irgendwas verlassen? Achso, wenn wir dann fertig sind, ne? Wenn wir da angekommen sind. Okay. Allison ist fertig mit dem Telefonieren, will aber nicht mehr mit uns reden. Hallo? Hallo? So. Der Alexander will nicht mehr. Oder mit dem möchte ich vielleicht auch nicht mehr. Das ist richtig, Cat. Danke. Ich bin ja nicht so häufig am Stream. Aber das Spiel und noch ein paar andere muss ich mir angucken. Wisst ihr was? Ich warte einfach ab, bis wir wirklich da sind. Bis wir angelegt haben. Okay, wir sind da. Sollen wir? Na dann los. Hey! Schade. Ich dachte, wir kriegen noch ein bisschen was mit. Merkt euch, Leute, anschnallen nicht vergessen. Allison hat sich nicht angeschnallt. Die schlimmsten Unfälle passieren, wenn man nicht angeschnallt ist. Eddie, du kennst mich so gut. Die Straßen scheinen sehr gut zu sein, wenn man da so mitten durch den Wald fahren kann. Okay, Ellie, jetzt bin ich mal auf deine Idee gespannt. Warum ist dieses Haus, wo beide hingehen, ich denke, das ist entweder das Elternhaus oder ein Landhaus der Eltern? Warum ist dieses Haus mitten in Alaska, mitten im Wald, mitten im Nirgendwo? Ein Mordhaus. Was ist dort passiert? Was denkst du, Ellie? Es ist immer ein Mordhaus. Natürlich, immer. Allein schon im Shining Hotel ist es auch immer ein Mordhaus. Da
Aber es scheint ja wirklich das Elternhaus, sprich auch Kinderhaus von denen zu sein, oder? Jedes einsame, jeder Horrorfilm. Typ mit Axt. Es ist genau wie in meiner Erinnerung. Nur verschwommener. Wie ein liebender Polaroid. Das noch so schön aussieht. Urlaub machen da? Puh. Von außen wirkt es fast charmant. Der Charme ist nicht das Problem. Strukturelle Intaktheit? Denke ich auch, dass sie da aufgewachsen sind, ja. Glaubst du, es könnte sein, dass der Käufer es, naja, abreißen lässt? Wenn es jemand kauft, kann er damit machen, was er will. Kümmert dich das gar nicht? Ich etwa? Klar. Überall hier sehe ich Bilder unserer ganzen Abenteuer. Und ich sehe überall nur sie. Allison, wir könnten was Mach das, geben. Cat. Viel Spaß dir. Morgen loslegen. Nein. Wir schaffen das nur, wenn wir anfangen. Stimmt, das ist denen schon ziemlich wichtig, das Haus. Ich frag mich halt, warum wir die ganze Zeit mit Tyler spielen. Wo ich Allison doch wirklich ein bisschen... Kann ich laufen? Nein. Wo ich Allison so ein bisschen sympathischer finde. Aber das wird sich bestimmt noch zeigen. Marianne verwöhnte die Vögel immer. Sie konnte besser mit Tieren als mit Menschen. Wer ist Marianne? Das kann ich nachvollziehen. Oh, hey, der Sandkasten. Komm schon, Tyler. Hier draußen ist es eiskalt. Oh, lass mich doch gucken. Sorry. Gehen wir rein. Kann ich nicht haben, sowas, ne? Dass man hier ständig... lass uns reingehen, Oh, ich kann laufen. Auf einmal läuft er. Also das sieht mir nicht nach grüner Energie aus. Nicht, die deutschen Stimmen, ey. Ich habe auf Englisch gespielt. Ja, ich bin da immer so zwiegespalten. Eigentlich bin ich Fan von deutscher Synchro. Aber wenigstens brauchen wir die jetzt nicht. Zum Glück. Weißt du noch der Schneesturm von 2004? Marianne ließ uns schaufeln. Stundenlang. Sie hat das ein Spiel gemacht. Jo. Immerhin hat sie ein Spiel daraus gemacht. Stimmt. Die Tunnel, um dem Eistroll zu entkommen. Eines ist sicher. Sie konnte uns zu allem bewegen, wenn sie eine Kobold-Geschichte draus machte. Obwohl wir sie so gerne mögen, das ist eine gute Frage. Ganz genau. Vielleicht auch nicht das Elternhaus oder sie nannten die Mom Marianne. Das ist eine gute Frage. Ich wette, wir haben coole Sachen da drin versteckt. Nee, oder? Voll das riesige Gelände hier. Unfassbar, dass die noch hier sind. Was denn? Was meinst du? Was hast du gefunden? Unseren versteckten Schatz. Echt jetzt? Warum haben wir ihn da versteckt? Kobold-Geheimnisse sind absolut sicher. Was hast du gefunden? Unseren versteckten Schatz. Ach so. Echt jetzt? Warum haben wir... Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja. Verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. Oh ja. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Ich will ja eigentlich erstmal draußen gucken. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes. Was hat sie nachts hier draußen gemacht? Komm schon. Hausgemachte Reinigungsprodukte helfen sicher dem Planeten, aber ihre Lagerfähigkeit ist für die Katz. Naja, immerhin ist das Werkzeug da. Das hilft beim Reparieren. Die sind auch echt gut. Ja. Marianne legte Wert auf Qualität. Wir durften nie ihr Werkzeug benutzen. Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass wir uns verletzen. Oder sie dachte, wir machen Randale und zertrampeln ihre geliebten Pflanzen. Und das hätten wir wohl. Also... Kinder können schrecklich sein. Müssen sie aber nicht. Wie konnte sie mit dem Ding auf den Straßen hier fahren? Sie hätte sich eher den Hals gebrochen, als ein neues zu kaufen. Okay, ja, jetzt sind wir einmal rum. Ich warte noch auf unsere versprochenen Fahrräder. Ich hatte eins von Eddie, aber ich hab's kaum benutzt. Gut, dann, wie gesagt, bestimmt geht die Tür nicht auf. Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du vor deiner Abreise aus Fireweed was geraucht? Die Tür ist gleich da. Oh. Verschlossen. Naja, gut, dass ich daran gedacht habe.
Ist das der richtige Schlüssel? Klar. Vielleicht hat jemand das Schloss ausgewechselt. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Gibt's einen Plan B? Ja, wir kommen anders rein. Natürlich. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, wir kannten doch Millionen Wege rein und raus. Einer davon muss funktionieren. Ja, also hätte ich wahrscheinlich auch eben schon die listigen Kobolde das benutzen die können. Ich ewig nicht mehr dann gucken gedacht. Wir doch mal, wie wir hier reinkommen. Oder ich sagen, das Fenster war nicht offen. Was war hier noch gleich? Also das sieht mir nicht nach grüner Energie aus. Energie, okay. Nicht, dass sie das Geld für Solarpanelen das ist auch hat. Zu. Da waren wir eben auch schon. Hier runter kommen wir nicht. Jetzt da. Ich glaube, da müssen wir noch gar nicht hin, ne? Ans Ufer. Ach, aber ihr kennt mich. Ich muss da erstmal hin. Ein altes Ich frag mich, ob noch Fische im See schwimmen. Eddie hat uns hier das Angeln beigebracht. Hat er? Müsste noch? Maybe einer hat uns im Auge behalten. Angelst du noch? Angelst du noch? Nö. Und du? Jeden Sonntagmorgen. Sobald ich Fireweed verlassen durfte. Allein? Ja. Zuerst hat es mich wahnsinnig gemacht. Aber dann gefiel es mir irgendwie. Es war entspannt. Im Ernst? Willst du da wirklich raus? Nein, du hast recht. Dann will ich da nicht raus. Okay. Das mit den Kobolden macht sie nur sympathischer. Ja, das stimmt. Ich mag das auch sehr mit den Kobolden. Was haben wir hier? Oh, da kam wohl jemand zu Besuch. Lustig. Ich erinnere mich gar nicht an die, als wir Kinder waren. Bestimmt hat unsere Mutter ihnen eine Heidenangst eingejagt. Krallenspuren, ja. Oder? So wie jedem anderen auch. Ja. Ja gut, also zurück zum Haus. Und rein da. Sesam, öffne dich. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja. Yep. Kennst du noch andere Passwörter? Honigtau? Nö. Bringt nichts. Das kann ich auch nicht öffnen. Macht nichts. Wir finden einen anderen Weg rein. Na gut. Ja, das sah gerade so offen aus. Dann geht's bestimmt von unten durch den Keller rein. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Das finden wir bestimmt im Schuppen. Es ist festgeschraubt. Hier oder auch ich brauche einen Schraubenzieher. Also ich schaut die Landschaft an. Ich glaube, in der Hütte war einer. Sehen wir nach. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, das hatten wir eben schon. Aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Als ob die jetzt offen ist fest wäre. Verschlossen. Ja, dann schließ doch auf. Und hier können wir jetzt wieder nur reingucken, okay. Ne? Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Mary Ann hat wohl doch was Brauchbares hinterlassen. Ja. Wir müssen jetzt allerdings noch reinkommen. Ohne kaputte Fenster. Mal sehen. Was ist das? Spürst du das? Hä? Gedrückt halten, um dich auf dein Band zu fokussieren. Was für ein Band? Die erinnern. Und kommt da erst wieder raus, wenn das Zimmer picobello ist. Oh. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird das auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein.
Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen, keine Streiche spielen. Was soll's, du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow, ist das eben echt passiert? Weiß nicht, ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Oha. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Drückt halt nun auf den Band zu fokussieren. Und jetzt stehen sie da. Beeilung! Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Ja, das sollte doch wieder über so eine Erinnerung sein, oder? Also, wer von euch versteckt den Schlüssel, Also ich kann die jetzt aber nicht anklicken. Okay. Ansehen. Hier ist nichts. Das ist bestimmt die Mitte. Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Ach, komm schon. War doch klar, dass es die Mitte okay, ist. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kumpel. Okay. Und damit kriegen wir jetzt die Tür auf. Und dann holen wir da ein Werkzeug raus, um die Bretter wegzukriegen. Ah ja, warum auch nicht? Warum ist eigentlich die große Tür von der Scheune abgeschlossen? Nehmen. Ha. Wo kommt die Kiste her? Sieht brandneu aus. Von mir ist sie nicht. War vor kurzem jemand hier? Heute ist euer Glückstag. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Ah, Vogelfutter. Für das Vogelhaus vorne. Bestimmt. Nun denn. Also erstmal ab zum Vogelhaus. Da war das Rad. Das Vogelhaus war da hinten. Weil wir sind gute Menschen. Wir sind gut zu Tieren und gut zu Vögeln. Schaue ich mir gleich an, wie... Die Vögel gehören belohnt für all die Jahre als Hauswächter. Danke für euren Einsatz, kleine Freunde. Ellie, es tut mir leid. okay, wir haben also jetzt den Schraubenzieher... Schraubendreher? Sagt ihr Schraubenzieher oder sagt ihr Schraubendreher? Weil man kann ja beides sagen. Also ich sage eigentlich immer so von Natur aus Schraubenzieher, obwohl es ja eigentlich ein Schraubendreher ist. Jetzt haben wir ganz schön lange Schrauben. Direkt bedrohlicher Unterton. Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Jules, wird es noch unheimlich? Kommt drauf an, wenn ich mit Marvin rede. Ja, er korrigiert mich sonst. Ansonsten ist das natürlich ein Schraubenzieher. Siehste? Weil ich. Man kann wirklich beides sagen. Tyler? Das ist nicht lustig! Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Weil bei Gruselig,
Da müsste ich jetzt alles der Ellie Bescheid geben. Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay, wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Stoß dir nicht den Kopf, Tyler. Okay, da geht's durch. Da geht's auch durch. Gehen wir aber erstmal da lang. Da kann er sich nicht durchzwängen. Okay. Steuerung FTW. Autsch. Alles okay? Bin bloß traurig. Was ist passiert? Ich habe mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Okay. Wo bist du? Hi. Ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du, weißt nicht zufällig, wie man zu Luke kommt? Ich glaube schon. Wir finden es zusammen heraus. Drachen, voraus. Nach links, glaube ich. Denn hier Drachen? Da, die Drachen. Okay, nach links. Obwohl ich mit Gamepad spiele. Dann nach den Kobolden wieder links. Kobolden links. Okay. Konnte es lesen. Wir sind die listigen Kobolde. Oh ja, das sind wir. Süß. Oh. Wow. Hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Es ist lange her, Kumpel. Wer bist du? Ein Elch? Dreckigem Pöpö? Und einer laufenden Stoffnase? Nö, es war rechts. Mein Fehler. Oh, listen. Achso, dann bin ich richtig, ne? Rechts, okay. Steht da nochmal was anderes drauf? Koboldhöhle, Schatzkammer. Kommt die hier jetzt? Ja, ne? Das ist die Schatzkammer, ja. Du hattest recht. Natürlich. Ein Kobold vergisst nie, wo seine Schätze liegen. Nicht einmal in 1000 Jahren. Pink. Es musste immer pink sein. Ein Kaffeeservie. Und ein Drache. Unser alter Drache. Tö. Aber die Flügel wurden wohl gestutzt. Ruhe in Frieden, tapferer Vogel. Oh ja. Oh, ein Spiegelei-Teller. Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Aber ein Kobold bewahrt seine Schätze. Oh ja. Ja. Das war's, ne? Schade. Am Schatz vorbei. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Aber wir sind wirklich verbunden. Vorsicht vor dem wilden Jäger. Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Mariannes Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr. Mhm. Er sieht auch nicht ganz nett aus. Der Jäger. Herbert und Koboldliebe. Genau. Hashtag Kirby muss überleben. Wulz. Das Spiel wird so traurig sein, wenn Herbert stirbt. Also, lass Herbert nicht sterben. Da komme ich nicht durch. Da ist die Luke. Da ist die Luke. Nee, Herbert darf nicht sterben, sage ich doch. Also das wird wahrscheinlich der Grund sein, wieso Jules sagte, dass das Spiel sehr traurig ist, aber Herbert darf nicht sterben. Verlassen ist es da auf jeden Fall. Da schon seit einiger Zeit, wenn ich mir so den Look ansehe.
so Tapeten. Oder ist das drauf gemalt von den Kindern? Glaube ich nicht. Nee, nee, es ist so. Bist du da? Oh, Alice. Die macht aber schon wirklich ganz schön viel Stress, oder? Kann das sein? Tyler! Schon. Komme. Alles okay? Ich überleb's. Die Musik ist echt schön. Die ist sehr stimmungsvoll. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Tja, da wären wir. Da wären wir. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Okay. Heimkehr, das Haus der Ronans betreten. Okay, fangen wir hier mal an und gucken uns mal rum. Wow. Das wirkt so irreal. Sehen. Lesen. Maschinenreparatur. Natürlich. Kein Licht, kein Strom. Okay, mal sehen. Regal kaputt, Krug kaputt und die Waschmaschine. Kaputt. Kaputt. Der Trockner hat eh nie funktioniert. Okay. Brienne hielt Wäschetrockner für das pure Böse. Energiesünde. Wäsche aufhängen habe ich gehasst. Hab wochenlang dieselben Sachen getragen und mich so davor gedrückt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Sehen. Gehen wir rechts rum. Hey, Git. Wir brauchen die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Nein. Aber Krieger gespielt. Sind die echt? Sind die echt? Sind das echte Klinket-Masken? Profitabel. Warum sollte Marianne unechte Masken kaufen? Vor 20 Jahren hat jeder Fälschungen gekauft. Da sind Fotos. Hier ist noch ein Zimmer. Auch Fotos. Ha, oh, Bad. Das Bad riecht immer noch nach Marianne. Oh. Weißt du noch, jeder von uns wollte immer am größten sein. Als ob wir darauf irgendeinen Einfluss gehabt hätten. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ja, und das ganze Dehnen hat mir überhaupt nichts gebracht. Also schön. Ich wollte dieses Kleid im Garten vergraben, aber Marianne hat mich erwischt. Es war ein hübsches Kleid. Naja, wir wissen ja beide, hübsch war nie mein Ding. Was haben wir denn hier alles? Handgemacht. Nach 10 Jahren noch heil. Wahnsinn. Das könnte man vom ganzen Haus behaupten. Wow. Ich hatte ihre komischen Hausmittelchen ganz vergessen. Und wie sie immer an uns ausprobierte. Wie an Laborratten. Hm. Was machen wir mit all ihrem Schmuck? Tja, ich werde ihn bestimmt nicht tragen. Dann also Spendenkiste. Okay. Was würde der junge Tyler denken, wenn er jetzt reinkäme und mich sehen könnte? Das ist eine gute Frage. Was man so seinem jüngeren Ich erzählen möchte. Sowas wie, mach genauso weiter, denn es wird alles gut. Oder mach dies oder jenes anders. So, ich gehe aber noch nicht hoch. Ich bleibe erstmal hier unten. Eine Schublade. Und da ist Gaffer-Tape drin. Schnur, Kleber, Gaffer. Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Marianne liebte es, Dinge zu reparieren. Okay, nicht wenn wir sie kaputt gemacht haben. Ich repariere gern Dinge. Hätte sie sich nur mal selbst repariert. Ich repariere gerne Dinge. Ich repariere auch gern. Abgaskrümmer, Nockenwellen. Das sind Autosachen, oder? Nein, das ist Hot Rod-Kram. Tja, mit dem Autokram kommst du hier bestimmt gut an. Vor allem hat er ja anscheinend ein Kleid getragen damals und engagiert sich für die Trans-Community richtig. Das Treffen mit dem jüngeren Ich wäre interessant gewesen.
Naja, also er engagiert sich nicht nur für die Trans-Community, er ist selber trans. Weil Tyler nimmt ja Testosteron und er muss seinen THX auffüllen. Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sie tauschte selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja, nicht alles. Fettnäpfchen ist da. Ellie kommt an. Bam! Ich dachte, nach all der Zeit sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. Wie ist es für dich, wieder hier zu sein? Ich dachte, ich weiß, was kommt, aber alles trifft mich völlig überraschend. Meine Nerven liegen blank. Verstehe ich. Was ist mit dir? Alles okay? Keine Ahnung, wie ich mich fühle. Leichter, als ich dachte. Leichter, als ich dachte, das klingt zumindest. So würde ich es sagen. Es ist nicht so schwer, wie ich dachte. Aber in Fireweed ging es auch viel darum, emotionale Reaktionen auf Stress richtig zu regulieren. Und das funktioniert? Es hilft, sich darauf zu konzentrieren, dass wir hier sind, um damit abzuschließen. Tja, ich kann wohl nicht loslassen, bis es wirklich weg ist. Okay. Ja, das kann ich aber auch verstehen. Wir hatten nie Zeit, die Sammlung zu vollenden. Mint? Das ist aus einem der Preisautomaten vom Wecki-Laden, stimmt's? Ja, man schob eine Münze auf dem kleinen Tablett hinein und voila, ein Sticker kam raus. Und dann kam Bad Fischer, Nut, Mint, Flex raus. Ja. Oh, was ich eben noch vergessen habe, Jules. Soll ich auf Englisch umstellen? Oder soll ich das einfach auf Deutsch lassen? Weil, wie gesagt, mir ist es grundsätzlich egal. Ich kann das auch auf Englisch stellen. 2005. Natürlich. Ich dachte, nach all der Zeit sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. 2005. Das Fenster reparieren. Februar. Sarah, abgesagt. Alle abgesagt. Sehen. Die letzten Monate sind fast leer. Nur ein paar Termine. Die meisten abgesagt. Und was für Termine? Friseurtermine, vielleicht. Oh ja, das hat sie für eine Weile gemacht. Marianne ist also doch die Mom oder ist sie nur die Mom? Also, ich... Gut, ich kenne jetzt die englischen Stimmen nicht, aber so schlecht finde ich die jetzt tatsächlich auch nicht. Ich frage halt nur, dann stelle ich um auf Englisch. Also bei Final Fantasy beispielsweise, liebe Ellie, ist es nämlich schon arg aufgefallen. Hey, hier hat sie Herzchen gezeichnet. Oh. Was? 7. März. Oh. Oh? Die 10 Geburtstagsgeschenke, scheiße Herzen. Scheiße, Herzen? Ja. Als hätte ihr das was bedeutet. Jo, anscheinend schon. Okay, Kalender. Oh, hier ist wieder irgendwas da. Mom, wegen der Anmeldung beim Eishockey-Team. Mom. Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Du hast es versprochen. Quengle weiter so und aus dem nächsten Jahr wird ein nie. Schneidest du mir die Haare? Die sind kurz, so wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Es hat so genervt, dass Marianne zu allem Nein gesagt hat. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komplett taub gegenüber allem, was ich eigentlich von ihr brauchte. Zu mir hat sie auch ständig Nein gesagt. Stimmt, doch bei mir fühlte es sich persönlich an. So wirkte das auch gerade. Ja, die japanischen, die waren wirklich schön, aber da muss man natürlich, wenn man das Japanisch nicht kann, die Untertitel mitlesen. Nicht wahr, Ellie? Ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Ich
vermisse die kalten Winternächte in Kuscheldecken und mit einem großen heißen Kakao. Ja, Marianne war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Ah, deswegen war es so schön. Keine Marianne. Wir haben die Stimme benutzt, um sie nicht zu wecken. Wir blieben die ganze Nacht wach, erzählten Geschichten, sahen dem Feuer beim Ausgehen zu. Und Marianne wusste von nichts. Ja, mitgehört, das sage ich dir recht. Wir wollten den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles getan? Nee. Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Marianne Ronan gehört zu haben. Okay. Da ist noch was zum Gucken. Ganz viel sogar. Wow. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja. Als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Lockte ihr ein Lächeln. Muss ein paar davon behalten. Das ist schön. Behalte ein paar davon. Wenn du willst. Nein, danke. Ich meine, ich mag die Fotos von uns. Aber ich kann einfach nicht vergessen, dass sie hinter der Kamera stand. Ja, also das Verhältnis zu Marianne war tatsächlich nicht das beste Verhältnis. An die erinnere ich mich nicht. Wahrscheinlich eins von Marianne's unfertigen Meisterwerken. Es gibt zwei Stück. Vielleicht standen sie für uns. Für Marianne gab das vermutlich sogar irgendwie Sinn. Sie hat gespart, wo sie nur konnte. Ach, Coupons. Mhm. Alte Bücher. Die hatten wir von Tessa, oder? Ja, sie dachte, wir wären begabt. Sind wir doch auch. Stimmt ja. Aber nicht, wie sie dachte. Ob sie gewusst hat, dass wir uns absprechen? Doch nur aus Spaß. Wir kannten die Antworten eh. Ich weiß es noch nicht, Ellie. Irgendwas wird sie wohl getan haben. Ein Brief. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Nächstes Mal versuchen wir, vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es auch leid, wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder, tut uns leid. Na gut, kleine Rabauken, nicht wahr? Was liest du da? Unseren Entschuldigungsbrief. Ein Brief von uns. Als Entschuldigung für die kaputte Vase, weißt du noch? Langeweile als Belehrung. Eine tolle Strategie. Die sind echt nicht begeistert von Marianne. Tobi! Den Song hatten wir eben auch schon. Pascal, hi, mein Lieber. Aber ehrlich, ja. Dann waren wir bis auf in diesen Raum. Marianne, jetzt überall. Gehen wir erst rein, wenn es unbedingt notwendig ist. Okay. Aber hallo. Also geht's nach oben. Hat man die Katzentür? Anklicken. Das sah gerade nur so aus, ne? Da ist ist doch nix. Also, Treppe hoch. Rein da. Ja, möchte ich gerne, Ellie. Darf ich nicht. Weil das Marianne Zimmer ist. Hier ist eine Kinderhöhle. Erster Raum. Wenn du nicht bald hochkommst, nehme ich mir alles, was ich möchte, aus unserem Zimmer. Niemals! Warte auf mich! Okay. Das Kinderzimmer. Na, das fühlt sich doch wie zu Hause an.
Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Das ist richtig. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Wow. Wie winzig diese Betten sind. Die habe ich noch nicht gesehen, Alice. Echt klein. Ja. Moment, erstmal. So. Lesen. Hallo, Allison und Olli. Wir schreiben Tyler, euch... bitte melden. Wenn wir uns nicht beeilen, schmilzt das ganze Ding. Bitte melden. Verstanden. Ich leg gleich los. Der wilde Jäger soll uns ja nicht erwischen. Over. Der wilde Jäger. Oder könnt ihr nicht mal leise sein? Ich wollte gerade den Brief vorlesen. Ich wünschte, ich die Postkarte. Danke, Ellie. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst, das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch, die waren im Wasser, Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich, A und O. Das heißt, Tyler hieß vorher Olli? Oder wie muss ich das verstehen? Cooles Doppelbett. Bostockbett. Als Kind, wir wollten immer einen Fernseher. Stattdessen schleppte sie Stapel an Büchern an. Damit hat sie uns wohl einen Gefallen getan. Wenn wir anfangen, im Angebot von HBO zu stöbern, wirst du das vielleicht anders sehen. Abwarten. Oh, ein paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. Mhm. Krokodil schon wieder. Was guckst du dir den Tisch so an? Einfach so. Okay, öffnen. Eine Kiste. Sieh mal, was ich hier hab. Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Ellie. Jetzt im Ernst? Warst die ganze Zeit in dieser Truhe? Serum, du lieber Marvin. All diese Geschichten. Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Marianne hat viele geschrieben. Uff. Ja. Nur in diesen Momenten schien sie wirklich friedlich. Okay. Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens. Der Bär und die Prinzessin. Okay, das sind die einzelnen Kapitel, wenn ich das richtig sehe. Uff. Also, ich habe kein Problem mit Vorlesen. Das sind immer so, ja. Ich glaube, ich mache mal einen Vorlesestream. Okay. Sehr viele Geschichten auf jeden Fall über Kobolde und ein Mädchen mit langen braunen Haaren in einem blauen Kleid. Geschichtenstunde. Nee, ich lese das nicht alles vor. Nee. Nee. Mann, wo ist es? Suchst du etwas Bestimmtes? Mein Tagebuch. Davon hast du mir nie erzählt. Ja, so wie Marianne war, wollte ich es erst recht, so gut es geht, vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. Oh, wir haben schon wieder erinnern. Tagebuch ist weg. Du hast es gestohlen. Gib es her. Schatz,
Alles, was ich mache, ist nur zu deinem Besten. Du hast es gelesen, oder? Dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst, ich kämpfe umso mehr, um dich zu beschützen. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nicht gesucht. Okay, aber brauchst du es denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben, half mir zu sehen, wer ich bin. Gut. Dann suchen wir es. Aber wir sind noch nicht mit dem ganzen... Verschlossen ist. Das war's fertig. Immer. Ich bin mal. Nicht so heiß drauf reinzugehen. Da haben wir noch nicht drauf geguckt. Doch wir kommen nicht drum herum und ich brauche es zurück. Da, das ist unser Spiel. Rodel und Straßenbahn. Das hat wirklich keinen Sinn ergeben. Wir haben es trotzdem ständig gespielt. Mann, wir waren Kinder. Wir brauchten nichts weiter als Steine und Vogelfedern. Hey, du. Dein Zwilling liegt unterm Haus. Ja. Sah auch schon mal besser aus. Der Popo? Allison. Das ist Allisons. Der war nicht meiner. Da waren wir noch nicht, hier waren wir noch nicht. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Ja, Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. Unser Freund aus dem All. Ist schon cool, ne? So ein schönes Kinderzimmer. Wieso war ich mit diesem Poster einverstanden? Es war mein Lieblingsfilm. Damals. The City of Love. Hockey Club Delos. So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. So, dann sind wir hier in dem Zimmer durch. Oh, neue Erinnerung. König die Hexe einholte, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du auf ewig an den See gefesselt sein. Was? Niemals. Sei still, ich lese. Du wirst ihn nie wieder verlassen können. Auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe im See gefangen und versuchte nie wieder von dort zu fliehen. Und dann der Titel. Was meinst du? Nicht schlecht, was? Ist schon okay. Aber ich hätte das Ende geändert. Was? Niemals! Der Eiskönig, den hatte ich völlig vergessen. Weil es gefährlich war, seinen Namen zu nennen. Er war zu mächtig. Wo kommst du denn her? Was bist du? Ein Schweif aus zwei Schwertern. Mehr gibt es hier nicht. Okay, dann halt nicht. Also geht's jetzt in den Raum von Marianne. Ich frag mich natürlich. Nee, oben war nur das Kinderzimmer.
unten nur das Zimmer von Mary Ann. Wo hat Eddie geschlafen? Im Zimmer von Mary Ann natürlich. So, Tagebuch. Tagebuch? Warte. Was? Oh, Alice. Erkennst du das? Ach, ja, leider. Löse mein Rätsel für das Recht, in das Gemach der Prinzessin einzutreten. Ein kräftiger Stoß dürfte die Sache erledigen. Schon klar, wir könnten sie mit Gewalt öffnen. Aber es wäre doch witzig, es endlich zu lösen, oder? Wir haben unterschiedliche Definitionen von witzig. Gut, aber wenn wir sie eintreten, müssen wir sie danach reparieren. Versuchen wir es zuerst mit dem Rätsel. Hast du unser Buch? Welches Buch? Ja. Gib mal her. Ach, das Buch. Wonach suchst du denn? Das Bild an der Tür, es erinnert mich an eine Geschichte aus dem Buch. Eine von Mary Ann. Du erinnerst dich viel besser als ich. Tja, das Buch der Kobolde war meine Idee. Das durfte auch nie jemand vergessen. Hier ist sie. Die mit dem Prinzessinnenfest. Lies mal, vielleicht stehen die Symbole für etwas in der Geschichte. Geistererinnerungen, Bilderbuchrätsel. Komischer Tag. Komische Kindheit. Touché. Buch der Kobolde. Kombiniere, kombiniere. Oder wie war das? So, Prinzessinnenfest. Wo haben wir denn die Feier der Prinzessin 15? Arti. Okay. Wobei, da stand auch schon was. Nee. Diese drei Symbole da unten drunter. Ja gut, da ist jetzt mein Bild natürlich drüber. Sind nur 4 Seiten zu lesen. Ellie, pass mit auf. Die Feier der Prinzessin. Eines Tages in einem tiefen, uralten Wald trug es sich zu, dass der Prinzessin ganz schwer ums Herz wurde. Na gut, weil sie genau vor einem Jahr von daheim weggelaufen war. Ihre Freunde im Wald spürten, wie traurig sie war und klopften an ihre Tür. Die fromme, aufmerksame Pelikandame war vorangegangen und der stattliche, weitsichtige Elch hatte alle zusammengetrommelt. Der alte Bär mit seinen scharfen Pranken war auch da und auch die große Froschdame, die ständig vor sich hin quakte. Sogar der eitle Bisam war gekommen, obwohl er sonst meistens nur nachts herauskam. Der Bär bot der Prinzessin an, sie auf seinem Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr etwas zuleide tun konnte, und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereitet hatten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, das die Pelikandame aus ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Die Luft war erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte, als sich am Himmel Wolken zusammenzogen und die gesellige Froschdame mischte erfrischende Getränke. Nur der Bisam hatte nichts beigetragen und ließ es sich auf Kosten der anderen gut gehen. Die Prinzessin hatte großen Spaß auf ihrer Feier, so großen Spaß sogar, dass sie ganz vergaß, ihren Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäumnis der Prinzessin und heckten einen Plan aus. Als die Prinzessin ihre Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rande des Bergtals 3 identische Schachteln vor. Verwirrt drehte sie sich um und ihr entfuhr ein erschrockener Schrei. Die gesamte Festtagsgesellschaft war verschwunden. »Weil du deine Freunde als selbstverständlich erachtet hast«, verkündeten die gemeinen Feen, »haben wir sie vor dir verborgen. Aber wir mögen Spiele. Errate, wer dir jedes dieser Geschenke bereitet hat, und du hältst deine Freunde zurück.« Die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Darin befand sich eine Fackel. Die wurde sie einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. Sagte die Prinzessin. Jemand möchte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die zweite Schachtel.
Darin befand sich ein magisches Schwert, das aus den Händen seiner Trägerin springen konnte, um sie zu verteidigen. »Hm«, sagte die Prinzessin, »jemand möchte mich vor jeder Gefahr beschützen. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken?« Sie öffnete die dritte Schachtel. In ihrem Inneren befand sich ein Geldbeutel, der immer Münzen bereithielt, wenn seine Besitzerin etwas wirklich brauchte. »Hm«, sagte die Prinzessin. »Jemand möchte sicherstellen, dass ich mir Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin, und Kleidung, wenn ich friere. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken?« Die Prinzessin dachte an ihre Freunde, und ein selbstsicheres Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. »Liebe Feen«, sagte sie, »ich mag achtlos gewesen sein, doch ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen.« Sie gab Antwort auf das Rätsel der Feen, die sich zerknirscht gezwungen sahen, die Gesellschaft in einem bunten Lichtblitz wiederherzustellen. Die Prinzessin umarmte jedes der Tiere und dankte ihnen für ihre Geschenke, die Feier und alles, was sie für sie getan hatten, seitdem sie in den Wald gezogen war. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren ersten Jahrestag im Wald beging. Also, wir haben die Fackel, wir haben das Schwert. Und das heißt, wir müssen herausfinden, welches Tier was schenkte. Ja, Ellie. So, der alte Bär mit seinen scharfen Pranken war auch da. Das heißt, Bär, könnte ich mir vorstellen, ist Schwert. Große Froschdame, die hinquartete, sogar der eitle Bisam war gekommen, der sonst meistens nur nachts herauskam. Okay, Bisam, Fackel, Bär, Schwert, Omme, aufmerksame Pelikandame. Pelikan als drittes. Das heißt, wir hatten als erstes die Fackel. Das heißt, der Bisam, Fackel. Dann kommt der Bär als Schwert. Und was war nochmal das letzte Schachtel? Ein Geldbeutel, der immer Münzen bereithielt. Weitsicht auf fromme, aufmerksame Pelikandame. Oder der stattliche, weitsichtige Elch, der alle zusammentrommelte. Aus ihrem stets gefüllten Schnabel. Okay, es gab ein Buffet, das die Pelikan-Dame, also Pelikan als drittes, würde ich sagen. Bisasam bei mir auch, Susi, bei mir auch. Hat er nichts ausgegeben, vielleicht Münzen? Nein. Ich würde sagen, weil die Pelikan-Dame immer Essen in ihrem Schnabel hat, was nie ausging. Und es ist ein Geldbeutel, der immer Münzen hatte. Deswegen denke ich, zumindest als drittes sind wir dann bei dieser Dame. Als zweites war das Schwert, ne? Also dementsprechend der Bär. Und hier würde ich dann sagen, das Bisasa. Der Elch, natürlich, der Elch. Ihr wart auch beim Elch, ne? Und boom. Ach, wie schön. Drin. Ja, klar, Elch. Absolut. Ah, geil. Wieder einfach die Lampe angeht, wenn man in den Raum reinkommt. Ich dachte irgendwie, wir könnten unseren Erfolg mehr auskosten. Also hör mal. Und wie ich das auskoste. Das darf ich mir jetzt sicher ewig anhören. Stimmt, der Strom. Sollten wir mit der Suche beginnen? Der Strom war aus. Warum leuchtet da auf einmal die Lampe? Keine Ahnung. Einfach nur Stimmung wegen. Wo würde sie wohl die persönlichen Gedanken anderer verstecken? Okay. Wir sind reingekommen. Oh,
Wir haben wieder eine Erinnerung. Eine Erinnerung. Hallo? Wo bist du? Da. Ich dringe nicht zu ihnen durch. Was auch immer los ist, ich komme nicht an sie ran. Oh, sie haben mir früher alles erzählt, aber sie blocken mich ab, Tessa. Sie machen dicht. Ich habe gerade so viel um die Ohren sie sind überzeugt, dass ich ihnen Böses will. Keine Ahnung, warum. Ich brauche sie. Meine beiden kleinen Kobolde. Ich erinnere mich. Sie hat geweint. Wir haben an der Tür gelauscht. Sie so zu sehen, als ob sie noch hier ist, das... Es ist zum Kotzen. Sie war ein psychisches Wrack in den letzten Monaten, oder? Mhm. Neues Sammlerstück, die kluge Prinzessin. Die Sammlung, die erste versteckte Figur aus dem Buch der Kobolde gefunden. Hier am Fenster stand sie also und hat uns heimlich beim Spielen gezeichnet. Sie hatte uns immer im Blick. Mich hat's gerade richtig gefröstelt. Ist also nix. Im Schrank ist auch nix auf den ersten Blick. Ist auf die Lampe, die jetzt raus ist. Sie hat all unsere Kleidung genäht. Sie brauchte unsere Hilfe. Und ich bin ganz froh, eine gerissene Naht nähen zu können. Okay, da ist die Nähmaschine. Hier ist ein Buch. Das wollte ich mal lesen. Aber die Kapitel waren ganz durcheinander. Ist der Autor nicht durchgedreht oder so? Klar, dass es Marianne gefiel. Okay. Direkt in den Müll? Nee, das war ein hübsches Bild. Stimmt. Vielleicht an irgendwelche Typen, die Clown-Gemälde von Serienkillern sammeln. Doch, da hat sie die Kinder aber gut gezeichnet, die Marianne. Ein Bild. Sie und Tessa waren beste Freundinnen, bis es plötzlich vorbei war. Was ist passiert? Entweder hatte Tessa genug von Marians Launen oder Marianne von Tessas Rumgemäkel. Schön. Also, obwohl sie beste Freundinnen waren, Tessa. Tessa und Marianne. Da ist die Schublade, da gucke ich gleich rein. Was haben wir da? Tabletten? Oh, das erklärt einiges. Die sind noch fast voll. Sie war zu stur, um Medikamente zu nehmen. Sie musste immer ein Foto von uns in der Nähe haben. Warum ausgerechnet das? Guck dir mal unseren Gesichtsausdruck an. Mhm. Ich bin sehr begeistert, wie die da gewesen sind. Da ist das Tagebuch. Hier ist es. Yay. Hallo, ich bin Krankenschwester. Welche Medikamente? Mensch. Das war ein Medikamenten... Döschen. Döschen. War klar. Ich hab's gewusst. Ob sie es gelesen hat? Na klar. Sie war so neugierig. Wie die Stimmung auf einmal hier kippt. Es waren Tabletten, kleine runde weiße. Vielleicht hilft dir das ja. Raising Your Transgender Child. Jugendcamp für Tugendstrebende präsentiert. Okay. So, anscheinend hat sich Marianne trotzdem Gedanken gemacht. Tyler. Was? Ja, ganz genau, Ellie. Ein
Transgender-Kind aufziehen. Was? Wo hast du das her? Es lag da, auf ihrem Schreibtisch. Wirklich? Willst du mich verarschen? Okay, lass uns das jetzt nicht überinterpretieren. Das ergibt doch keinen Sinn. Sie war wütend, oder? Sie war wütend über meinen Haarschnitt. Sie griff mich wegen meines Haarschnitts an. Sie war wütend und ging auf dich los. Wir haben's gesehen. Was soll der Scheiß dann? Ich weiß nicht. Tyler, komm her. Das kann sie mir nicht antun. Nicht jetzt. Da ich endlich einige Dinge begriffen habe. Das war dein erster Fehler. Zu denken, dass irgendwas hier Sinn macht. Das stimmt. 10 Jahre unter der Erde und sie schafft es immer noch, uns zu behelligen. Ja. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Ich verstehe halt nicht so ganz den Flyer daneben. Also anscheinend hat sie ja mit dem Buch schon versucht, das Ganze zu verstehen, aber was hatte der Flyer zu bedeuten? Dieser kleine Flyer, den die Allison da auch gerade in der Hand hatte. Ja, deswegen sah aus wie so ein Erziehungscamp, ja. Also, weil das ist ja dann schon ein Kontrast. Nee, ich habe das auch als Erziehungscamp verstanden. Bist du dir auch wirklich ganz sicher? Bin ich. Jetzt mach. Es gibt Ärger okay. Mit Marion. Dann mal los. Wow. Ist alles ab? Ja. Okay, am Anfang war sie schrägstrich er in der Polizeistation. Sieht echt toll aus. Mit neuer Frisur. Und hat gesagt, ich musste sie erstechen. In letzter Zeit so traurig. Mehr als traurig. Sie war echt unheimlich. Aber nicht heute Abend. Es war schon fast wie eine Party. Danke sehr, Allison. Du musst mir nicht danken. Du bist meine Schwester. Ich fühle mich mehr wie dein Bruder. Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Oh. Aber ich bin sicher, ich habe dir gerade einen schlechten Haarschnitt verpasst. Mom? Mom? Ja, schön mit so Gewitter im Hintergrund. Das mag ich sehr. Ja, das stimmt. Die beiden sind toll, ne? Ja, ein bisschen... Mom?
Was haben wir da gerade gesehen? Was hat Marianne gemacht? Ja, das war's wirklich, Ellie. Sicher jetzt erst. Schön, hat Tyler da einen Phönix oder sowas auf der Jacke hinten drauf? Finde ich auch. Irgendein ganz schöner Vogel. Vielleicht wollte sie herausfinden, wie es dir geht. Naja, sie hätte mich fragen sollen. Ich war kein verdammtes Forschungsprojekt. Ich war ihr Kind. Taumeln. Also sie hat auf jeden Fall geweint und hat sich sehr verrückt angehört. Betrunken? Keine Ahnung. Wegen des Buchs. Ach, stimmt. Hat er gesagt. Ja. Aufziehen? Hast recht. Mann, weißt du, wie selten diese Bücher 2005 waren? Das stimmt. 2005 war das verhältnismäßig weniger ein Thema. Herausfinden, wie sie mir helfen kann? Vielleicht. Sie war keine Hilfe. Sie... Es ergibt keinen Sinn. Ich weiß. Deine kurzen Haare haben sie aufgebracht, stimmt's? Allison, sie kannte mein Tagebuch. Sie wusste es schon. Es war nicht meine Frisur. Und wenn das nicht stimmt... Scheiße. Du denkst, sie hat's gelesen. Vielleicht hat sie das Tagebuch ja nie geöffnet. Und alles war genauso, wie wir immer dachten. Aber wenn doch, wenn alles anders ist. Gott, Tyler. Sicher, vielleicht lagen wir falsch. Aber was nützen uns diese Fragen jetzt? Außer nicht mit dem Gedanken leben zu müssen, dass meine Mutter mich meinetwegen umbringen wollte? Tyler. Die Mutter wollte sich umbringen? Dass du irgendwas finden willst. Haben wir das gerade gesehen? Irgendwas, das all dem hier einen Sinn gibt. Aber sie war gestört. Sie war gestört, ich hab's gesagt. Sie war verrückt. Und das war's. Also es wirkte eben nicht wie ein Suizidversuch auf mich. Warum sprechen wir nicht mit Leuten, die sie kannten? Vielleicht sagt ihnen das Buch ja was. Niemand will über Marianne sprechen. Ja. Sie tun, als hätte es die Nacht nie gegeben. Vielleicht weiß Tessa etwas. Muss schön sein, vergessen zu können. Tja. Ellie? Ich würde auch Tessa sagen. Was ist mit Tessa? Sie war Mary Anns beste Freundin. Sollen wir sie mal fragen? Sicher. Aber sei gewarnt, sie ist sehr empfindlich bei diesem Thema. Vielleicht redet sie ja mit mir. Ich fand Nummer 2 auch nicht schön. Ganz genau. Wahr. Aber wir müssen eh in den Laden. Zeug für die Reparaturen kaufen. Toll. 2 Möwen und ein Stück altes Brot. Weiß nicht, ob mir der Vergleich gefällt. Hör zu, ich weiß, du willst darüber nicht mehr reden. Aber anscheinend bist du erst zufrieden, wenn wir es tun. Also reden wir. Den Verkauf überstürzen? Stimmt etwas nicht? Haben wir einen Plan? Haben wir einen Plan? Also, haben wir einen Plan? Yep. Wir befragen die Leute zu Marianne. Okay. Aber wir halten uns auch an unseren Zeitplan. Wenn dir das so wichtig ist. Okay, Deal. Ollies Tagebuch. Ist lang her, seitdem ich diesen Namen gehört habe. Hab wirklich nur ich dich so genannt? Tatsächlich nicht. Hab den Namen Fireweed verwendet, bis ich mich für Tyler entschied. Die meisten hatten kein Problem mit dem Wechsel, nur leider nicht alle. Was meinst du? Einer meiner Schüler wollte mich einfach nicht Tyler nennen. Er lehnte meine Hilfe ab, so wie die von allen anderen. Tut mir leid. Mir gefällt der Name Tyler übrigens. Danke. Ich finde sie sehr dramatisch gerade, obwohl er eigentlich empfindlicher sein sollte. Ja. Ist auf jeden Fall viel zu lesen. Mom und Allison haben wieder gestritten. Wenigstens schreit Mom jetzt nicht nur mich an. Es kam mir so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig, weil wir ihr nicht gesagt haben, was wir im Wald vorhaben.
Ellie meint, wir sollten ihr von unserer Stimme erzählen. Aber ich glaube, sie weiß schon davon. Mom hat ziemlich sauer reagiert, als ich sie gefragt habe, ob ich ins Eishockey-Team darf. Als wäre es falsch, weil es kein Jungensport ist. Weil es ein Jungensport ist. Ich werde aber wieder fragen. Ich probiere es nächste Woche nochmal. Sie hat wieder Nein gesagt. Ich bin so wütend. Warum sagt sie immer Nein? Warum darf ich nie machen, was ich will? Allison und ich haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Naja, eigentlich Allison. Sie wollte nicht, dass ich irgendwas ändere. Warum kann nicht einer von den Kobolden ein Junge sein? Gestern bei Bobby Star Wars angeschaut. Luke ist so cool. Aber Mom hat es herausgefunden und war sehr sauer. Sie sagt, es verherrlicht den Krieg. Zium, zium. Samstag, 5. Februar 2005. Vielleicht wäre Mom glücklicher, wenn ich einfach mache, was sie will. Wenn sie mich anschaut, sieht sie mich gar nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihr zeigen. Ich wünschte, sie würde es verstehen. Aber ich glaube, sie will das gar nicht. Allison hat wieder gesagt, dass ich schuld bin, dass Mom wütend auf uns war. Diese Schleimerin. Mom hat seit ein paar Tagen fast nicht mit uns geredet. Ellie hat gesehen, dass sie Seiten aus dem Buch der Kobolde weggeworfen hat. 1.3.2005. Tu dies, tu das. Ich kann ihre Stimme nicht mehr hören und diesen blöden Namen auch nicht. Ich bin Olli, der Kobold. Echt seltsam. Man vergisst beinahe, wie nah Dallas Crossing doch ist. Ich bin sicher, Marianne hat das versucht. Kann's ihr nicht verübeln. Wir müssen später dort einkaufen. Bist du bereit dafür? Ja, aber ein Tag ohne Arschlöcher war echt angenehm. Nur noch ein bisschen. Dann ist jeder Tag arschlochfrei. Was sollten Laserschwertgeräusche sein? Zium, zium. An so einem Ort würde ich echt gerne leben. Nur nicht hier. Da, wo es mehr Bäume als Menschen gibt? Ganz genau. Lass dir nur etwas mehr Zeit für die Planung als Marianne. Ich könnte Ranger werden. Bin schon dabei. Mit meinem Abschluss kriege ich ohne Probleme einen Job als Ranger. Nachdem du ein bisschen in Juno gelebt hast? Ah, das steht immer noch offen. Wobei, dann ist es weniger ein Zium Zium als ein Zium Zum. Keine schlechte Aussicht, oder? Hab ganz vergessen, wie schön es ist. Als wir den See, wir lebten in unserer eigenen Welt. Als wir den See. Erinnerst du dich, als wir den zugefrorenen See überqueren wollten? Klar, das vergesse ich nie. Marianne hat eine Stunde lang geschimpft. Naja, sie hatte eigentlich recht. Es war super gefährlich. Wenn wir reingefallen wären, tschüss, Kobolde. Wir sind am See aufgewachsen. Wir können dünnes Eis erkennen. Das solltet ihr wahrscheinlich sogar. Da ist noch was. Zumindest ist der Gletscher noch da. Ich frage mich nur, welche Geschichten er zu erzählen hätte. Wenn er einen Mund hätte. Erinnerst du dich an die Eishöhle? Sie dachte, er würde schmelzen. Erinnerst du dich an die Eishöhle? Die des alten Bären? Genau die. Die wäre perfekt als Geheimbasis geeignet, wenn wir sie je wiederfinden würden. Weißt du, ich habe sie vor ein paar Jahren tatsächlich gesucht. Wirklich? Nee, oder? Und? Wir haben sie gefunden, aber der Eingang war verschüttet. Ach, schade. Ansehen, sprechen. Tja, wir gehen jetzt wohl besser. Und ich dachte schon, du reißt dich nie los. Ja, sorry. In solchen Aussichten, da verliere ich mich so leicht. Geh vor, ich komme nach. Das kann ich aber verstehen. Ich muss noch eine Nachricht beantworten. Ah, meine Schwester, der soziale Schmetterling. Wir haben anscheinend einen Eindringling. Was zum Teufel? Du hast noch 5 Sekunden, bevor ich meinen Besitz verteidige. Dein Besitz? 5, 4. Ich bin Tyler. Ich kenne keinen Tyler. Danke, Pascal. 3, 2. Das ist super Tyler. Sam? Ellie, was machst du hier draußen, Mädchen? Na, das ist unser Haus. Habe ich mit dir geredet?
Sam, nimm die Waffe runter. Das ist Tyler, mein Bruder. Ein Bruder? Oh, Scheiße. Ich hab davon gehört, aber ich dachte nie. Du siehst ja wie ein richtiger Mann aus. Komisch, du auch, Sam. Du weißt, was ich meine. Ich wusste nur nicht, dass man als Frau so wie ein Mann aussehen kann. Ich bin ein Mann. Ich bin einfach ich. Ist die Frage. Also ich würde ja eigentlich zu ich bin einfach ich tendieren. Jetzt ist Ellie nicht da. Pascal, es geht um einen Transgender-Mann. Pascal darf entscheiden. Was hast du verpasst? Auf einmal stand dieser bärtige Mann, der sich als Sam entpuppte, im Raum mit einem Gewehr und wollte Tyler erschießen. Dann hat Allison sich dann dazwischen geworfen. Ich bin einfach ich, ne? Würde ich auch sagen, genau. Und Allison hat gesagt, dass Tyler ihr Bruder ist. Und er sagte nur, für eine Frau siehst du sehr männlich aus. Ja. Ich bin einfach ich, bin ich auch für. Weißt du, ich versuche, ich selbst zu sein. Ich bin ganz einfach so. Naja, im Fernsehen habe ich ein paar weibliche Transvestiten gesehen, aber nie einen männlichen. Sam, so sagt man das nicht. Was denn? Transvestiten? Ja, es heißt Transgender. Transgendermann. Tut mir leid. Schwer in Delos Crossing den Überblick zu behalten. Die Welt dreht sich ohne uns weiter. Schon okay. Wechseln wir einfach das Thema. Das klingt gut. Tyler. Danke, Sam. Das ging ja gut aus. Und was genau hast du hier zu suchen? Oh, naja. Ich habe für euch den Ort hier im Auge behalten, weißt du. Das Dach ausgebessert, die Rohre geprüft, sowas alles. Danke sehr, Sam. Oh, ja, klar. Kein großes Ding. Wisst ihr, eure Mutter, sie war... Macht das viel Spaß, Pascal. Danke dir fürs Reingucken. Hätte mehr verdient als... Naja, was sie bekommen hat. Du hast doch immer Marianne bei Reparaturen und Umbauten geholfen. Oh ja. Eure Mutter hatte ja keinen Mann im Haus. Deshalb habe ich geholfen, den Ort hier in Stand zu halten. Wie altmodisch von dir. Danke. Ich schätze, ihr beiden wollt immer noch verkaufen. Das ist der Plan. Und wir brauchen deine Schlüssel. Da du das Türschloss anscheinend gewechselt hast. Oh, ja klar. Aber das Haus verkaufen? Seid ihr sicher? Ja. Gut oder nicht. Das ist alles, was bleibt. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, Ellie. Wer hat sie denn gefragt? Auch ein paar schlechte Erinnerungen. Gut oder nicht, das ist alles, was bleibt. Hätte sie. Ist das eine schlechte Übersetzung? Wer hat ihn, also Sam, denn gefragt? Ich bin dann eher für auch ein paar schlechte Erinnerungen. Also ich sag das Zweite. Wer weiß, wie viel Sam weiß. Ja, ja, das ist richtig. Mach, ne? Ja. Nicht alles. Die Waffe, mit der sie uns töten wollte, ist bestimmt auch noch da. Tyler! Was? Tyler will damit sagen, dass... Ach so. ...ein Neustart uns beiden... Vielleicht war das jetzt doch die etwas schlechtere Idee Natürlich. Gewesen. Ja, das war eine schlechte Dieser deutsche Ort Übersetzung, ich glaube auch. Voller schlechter Erinnerungen. Aber vielleicht auch ein paar guten. Uff. RT gedrückt halten mit Hilfe deiner Stimme. Ah, okay.
Stockbesoffen. Wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? So besoffen ist er keine Hilfe. Ich habe noch mehr Fragen. Ich könnte ihm noch ein paar Fragen stellen. Okay. Cool. Standet ihr zwei euch nahe? Das Puzzle an ihrer Tür? Ne, standet ihr zwei euch nahe. Wie gut kanntest du sie? Nicht so gut, wie ich dachte. Als ich hörte, was in der Nacht passiert ist, da dachte ich, die Leute verarschen mich. Das traf dich unerwartet, oder? Nichts kann das übertreffen. Andere sagen, sie hätten es geahnt. Ich nicht. Das Puzzle an ihrer Tür. Soll ich das auch noch fragen? Ich frag's einfach mal. Hast du bei ihrer Tür geholfen? Ihre Tür? Das Rätsel an ihrer Schlafzimmertür. Ah, ja. Ihr zwei kamt immer reingeschlichen. Ja doch, ich hätte wieder in der inneren Stimme reden können. Habt ihr es gelöst? Yep. Wohl besser spät als nie. Ich hab's nie gelöst. Nicht, dass ich's gewollt hätte. Ich... Also, jetzt kennt ihr alle Geheimnisse eurer Mutter, was? Hm. Sie hatte bestimmt noch ein paar andere. Bestimmt. Okay, weil jetzt muss ich wieder in die innere Stimme gehen. Er ist stockbesoffen. Ja, gehen wir mal einfach alles durch. Ali, hörst du mich? Kai, das sollten wir nicht machen, wenn wir gerade mit jemandem sprechen. Der ist stockbesoffen. Keine Chance. Er ist immer stockbesoffen. Naja, wer weiß. Vielleicht bringt ihn das zum Reden. Hör auf. Unsere Familie wird eh schon seltsam. Ah. Alles okay mit euch beiden? Klar. Nein. Oh. Nein? Okay. Okay, dann habe ich ja jetzt schon alle Optionen durch. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? Ja. So besoffen ist er keine große Hilfe. Dann sage ich ihm, er soll gehen. Gut, wir müssen noch einkaufen und Onkel Eddie erwartet uns. Also... Okay, ja, natürlich. Na, dann los, ihr zwei. Sam? Wir müssen alle los. Oh, natürlich. Ich habe ja auch viel zu tun. Viel zu tun für den guten alten Sam. Ihr wollt Braun sicher nicht warten lassen. Nein. Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast. Ach, gerne. Ich... Meldet euch gern, wenn ihr was braucht. Egal was. Das werden wir ganz sicherlich nicht machen. Ich glaube, die zwei hatten was mehr Sam? Als nur eine gute Freundschaft. Sam? Die Schlüssel? Oh, klar. Natürlich. Natürlich, die gehören euch. Dieses Haus hat eurer Mutter viel bedeutet. Es war fast so, als war es ein Teil von ihr. Und als ob ein Teil von ihr immer noch hier lebt. Na, hoffentlich ist das Haus kein mordlustiger Psycho, der uns im Schlaf töten will, ha? Huh? Oh, ja. Naja, passt auf euch auf, ihr beide. Komischer Typ. Hey, wir haben echt eine Menge zu tun. Okay, na los. Ich bin direkt hinter dir.
hallo, liebe Leute von der lieben Luna. Na, ihr, Pet, selber sexy Beast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich muss euch jetzt auch alle hier mal ein bisschen begrüßen. Hallo, ihr Mausis. Auf Empfehlung spiele ich gerade Tell Me Why. Und bis jetzt ist es eine interessante Geschichte, muss ich sagen. Ich hoffe, ich... Jetzt kommen sie alle. Hallo, 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 hallo. Emil, Anna, Marvin, Reaper. So sie auch wieder da. Ja, bis jetzt ganz schön, ne? Muss ich auch sagen. Es geht irgendwie um zwei Geschwister, die das Haus ihrer... Jetzt mittlerweile wissen wir es ja, ihrer Mutter verkaufen wollen. Und es wird zum Thema gemacht, dass er ein Transgender-Mann ist. Und er fällt einfach auf. Und er ist nicht ganz zufrieden mit sich selber, glaube ich. Gut, reden wir mit Hessa. Ja, du warst nie weg, Susi, ich weiß. Aber denk dran, dass deine Erinnerung an sie schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Schon klar, doch das wäre nicht der Fall, wenn sie zu mir nach Fireweed gekommen wäre. Das ist sie aber nicht. Jeder singt das Lied, Reaper. Wirklich, jeder. Ich nehme an, das ist Michael. Hab dich jetzt auf den TV laufen. Hallo, TV von Susi. Nee, ich muss nicht dem TV zuwinken. Hallo, ich bin im TV von Susi. ja, mal gucken. Okay, wir spielen Allison. Das ist Allison und das ist ihr Bruder Tyler. Und... Das Spiel spielt in Alaska. Und es ist kalt. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg, um Sachen einzukaufen. Hey, du. Hey. Und Leute zu treffen. Hast du heute nicht frei? Yep, wir sind hier Kunden. Alles gut, Luna. Tyler, danke dir. Das ist Michael, hat mich sehr gefreut. Der nervige Kollege, und, von dem ich dir erzählt habe. Mach's gut, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Marshmallow, Wodka und Alkopops. Und jetzt bin ich nur noch der nervige Kollege gut, für dich. Mach's gut, tschüss, Luna. Peace. Keine Sorge, sie hat mir klar gesagt, wie schlimm es hier ohne dich wäre. Schön, dich endlich kennenzulernen. Sie redet ununterbrochen von dir. Daher habe ich das Gefühl, dich schon zu kennen. Ihr seid also hier, um Sachen für daheim zu holen? Ja, es ist wohl das Beste, da draußen zu bleiben. Die Arbeit geht schneller, wenn wir ihr quasi nicht entkommen können. Hey, es lebe die Effizienz. Wir beide müssen hier endlich raus. Danke, Anna, dir auch noch einen wunderschönen Abend. Oh, es geht weiter. Marshmallow-Wodka? Was habe ich verpasst? Nee, Marshmallow-Wodka. Wieso Marshmallow-Wodka? Was habe ich verpasst? Okay, Ellie, your turn. Vielleicht ziehen wir zusammen. Er will auch umziehen. Wie eindringlich sie sich ansehen. vielleicht ziehen wir zusammen. Michael zieht auch nach Juno. Wir dachten, wir könnten zusammenziehen. Oh, okay. Wir dachten nur... Aber war Michael jetzt nicht jetzt der Freund von Allison? Der einzige Grund für mich, morgens aufzustehen, so ist, ich das zumindest Tag verstanden. Kalender auszustreichen. Keine Sorge, das wird. Wir verkaufen das alte Haus und ihr könnt eurer Wege gehen. Vielleicht ist auch für dich Platz. Ah, na klar. Okay. Je mehr siehst Ronin, du, desto Reaper, besser. Ich hab da nicht aufgepasst, danke dir. Ich mach eine Kochausbildung, also gibt's immer leckeres Essen. Und hey, ich schnarch nur bei Pollenflug und Baseball. Wie könnte ich dazu Nein sagen? Alles okay? Meine Füße bringen mich um. Ich bin schon um 4 zum Angeln raus. War ein langer Tag. Oh, du angelst gerne? Ja, es gibt da das Bussardloch. An dem Platz bin ich 2-mal pro Woche. Man fährt fast eine Stunde, aber es ist so cool, besonders früh am Morgen. Kein Witz, genau da war ich auch immer. Echt jetzt? Ja. Hey, also, wenn du mitkommen willst, frag mich einfach. Okay. Ich teile gern. Cool, die meisten Leute werden es das Meergold, wenn es um Angelplätze geht. Wer hätte das gedacht? Träge und mühsam Tiere zu töten, schweißt wohl zusammen. Sie ist neidisch, weil sie nie einen Fisch fangen könnte. Selbst wenn sie den See mit Cyanid füllt. Ach, egal. Tyler, wir sollten mit dem Einkauf anfangen. Gut, ich bin hier, wenn ihr was braucht. Okay. Wenn wir angeln wollen, gehen wir also zu Michael. Ah, und das ist der Vecchi General's Good Store. Tessa wollte das Schild vor ein paar Jahren loswerden, aber Tom hatte was dagegen.
Er liebt diesen kitschigen Spruch. Vote Tom the Chief for Major. Jetzt verstehe ich. Dallas Crossings zukünftiger Bürgermeister. Sehr schön. Ja? Ist das wirklich so erstaunlich? Er hat den einzigen Laden in Dallas Crossing und ist mit allen Strippenziehern befreundet. Mag sein. Aber er schien mir nie so wirklich engagiert. Und er wirkt auch nicht charismatisch. Eine Veggie-Mütze. Wir benutzen den Van als Werbetafel. Und eine dicke... Ja, Tessa wollte den alten Imbiss-Truck nicht komplett Nase. Loswerden. Zu viele Erinnerungen. Aber tolles Marketing, was? Nicht zu übersehen. Oh, hier ist wieder irgendwo eine Erinnerung. Hier gerade auf den Bus. Auf den Globus. Du fällst noch runter, Dummkopf. Das war lustig. Warum hast du da nicht gelacht? Das war urkomisch. Nicht so komisch, wie wenn du schmollst, weil ich nicht über deine Witze lache. Ich hab's geliebt, dich aufzuziehen. Ehrlich. Ich denke, wir müssen in den Laden rein. Tessas Café. Gehen wir zuerst zu Tessa, ne? Wir haben ja gesagt, wir wollen mit Tessa noch über gewisse Sachen reden. Da kommen wir nicht rein, okay? Können wir langsam reingehen? Ja. Oder warten wir hier draußen? Weißt du, vorhin war es genau andersrum. Vorhin hat die Allison zu Tyler gesagt, mach mal schneller, kommst du noch rein? Nein. Gucken uns immer erst schön um. Vielleicht müssen wir hier nicht alles uns angucken, meiner Hält Meinung Tessa nach. Hier mittwochs immer noch ihre Bibelstunde ab? Die Mittwochabende sind immer vollgepackt. Sie kocht jede Menge Bibinka und die Ave Marias kommen ohne Ende. Nach der Himmelfahrt wird noch eine Menge übrig sein. Mehr für uns. Ich hoffe, dass sie dafür genug Unterschriften bekommen. Für was? Die wollen am Fluss so eine Luxusjagdhütte bauen. Aber das wird die Lachswanderung total stören. Ja. Verrückt, dass sie den noch nicht gefangen haben. Also, worauf warten wir? Gehen wir einkaufen. In letzter Zeit kam es zu einer Reihe von Fällen von Postdiebstahl in und um Dallas Crossing. Insbesondere in East Point und Alameda haben Anwohner gemeldet, dass Briefe und Pakete aus ihren Briefkästen gestohlen wurden. Das Dallas Crossing Police Department fordert alle Anwohner auf, wachsam zu sein und rät zur Anschaffung absperrbarer Briefkästen. Bitte melden Sie verdächtiges Verhalten unverzüglich. Hinweise zu potenziellen Verdächtigen bitte an Chief Brown unter... Stimmt, Sam. Sam ist so ein kleiner Postdieb. Kann ich mir gut vorstellen. Können wir mit Tyler reden? Nein. Dann geht's jetzt rein. Hallo. Wir sind da. Ach, hallo, Miss Ronan. Hast du vielleicht etwas im Büro vergessen? Nein, wir kaufen nur was ein. Kennst du noch meinen Bruder, Tyler? Dein Bruder? Oh, stimmt, Tyler. Oh, was für eine Überraschung. Hat Allison nicht erzählt, dass ich heute dabei bin? Ja, doch, hat sie. Ich hätte nur nicht erwartet, so einen schicken Mann zu sehen. Naja, ich habe auch heute Morgen geduscht. Und gerade erst in der Stadt angekommen, oder? So ähnlich. Wir haben an dem alten Haus gearbeitet. Aber was eine Überraschung. Nachdem es 10 Jahre leer stand, fehlen ein paar wichtige Dinge. Deshalb die Einkaufstour. Oh, natürlich. Nun, wir können euch hier alles besorgen. Muss schön sein, zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist. Oh, natürlich. Ich nehme an, da zu sein und fühlt sich... ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, Ellie, ne? Das könnte man so sagen. Ich meine, er will halt zum Bürgermeister kandidieren. Ich bin hier, falls ihr irgendwas braucht. Oh, hey, ist Tessa heute hier? Meine Frau ist ausnahmsweise nicht da. Aber ich denke, dass sie nachher kommt. Frau ist Tessa. Okay, schade. Können wir also wahrscheinlich okay, jetzt also wir brauchen Kerzen und Allzweckreiniger. Nicht mit Tessa reden. Ich verhungere noch. Snacks und Getränke ansehen. Kannst du dir vorstellen, dass Tessa und Tom mal jung waren? Das habe ich gehört. Ich habe vielleicht nicht mehr ganz so viele Haare auf dem Kopf. Aber schaut euch mal den Rest von Jahrgang 81 der Delos High an. Du hast recht. Und für dich. So viel zum Angucken. Bloß ein Toaster. Dann gäbe es nur Tiefkühlwaffeln.
Kümmerfell. Sportlich, elegant, temperamentvoll. Klingt nach dir. Sorry, ich sehe vielleicht aus wie ein Filmstar, aber Schauspielerei ist nicht meins. Die sind so nett auf einmal zueinander. Wirkt so, ja. Gratiskonzert, katholische Halloween-Feier. Sehr schön. Candyland. Also, auf was für Snacks hast du Lust? Da gibt es auf jeden Fall nicht drin. Was? Achso. Süßigkeiten, salzige Chips. Süßigkeiten. Ich kenne uns, Ellie. Oh Mann, ich hatte schon ewig keinen Schokoriegel mehr. Es sagt gleich was dazu, Reaper. Naja, hierfür musst du keine Kippen eintauschen. Team Schoki, ganz genau. Guck mal, hier sind alle guten Angelplätze markiert. Ich hab mein Handy vergessen. Ich hab mein Handy nicht dabei. Und du weißt schon, dass du das googeln kannst, oder? Machst du Witze, Allison? Angler-Veteranen teilen so pikante Informationen ganz sicher nicht im Internet. So teilen sich die Meinungen hier. Das Spiel ist das Nachfolgespiel von den Entwicklern der ersten Staffel Life is Strange. Oder vertue ich mich da jetzt? Ist Life is Strange 1 und 2 vom selben Entwickler und nur Before the Storm? Ich glaube, Before the Storm war von einem anderen Entwicklerteam. Ja, doch. Life is Strange 1 und 2 haben dasselbe Entwicklerteam und das ist quasi der Nachfolger von Life is Strange, aber im selben Stil. Tyler, willst du Wasser, Limo, Saft? Was du willst. Ich bin nicht wählerisch. Ich wünschte, eins davon würde gut gehen. Minute Papillon. Was haben wir da? Glack Lavata. Wasser. Wasser, Saft oder Cola. Wasser, Saft oder Cola? Was wollen wir haben zu trinken? Wollen wir einigermaßen gesund sein? Wollen wir Zucker haben oder nur reines Wasser? Und was willst du schon wieder? Nur eine Flasche 30 Mal, es lohnt sich auf alle Fälle. Ja, klar. Lohnt Saft. Sich. Michael serviert seine Pancakes Saft, mit Saft, nichts Saft. Anderem. Besser kann man den Tag nicht starten. Also Saft. Ist O-Saft okay? Yep. Gut. Das heißt, wir haben Saft, wir haben irgendwas Gefrorenes. Ist hier noch was? Nein. Wie können Leute sowas essen? Leute ohne Geld? Ganz schön verwöhnt. Ja, natürlich. Sind wir aber alle. Du Snob. So schlecht ist es auch. Allison ist so ein bisschen... Warst du damals nicht die Mäkeltante? Mäkelig. Da ist wieder Thomas. Nee, Michael. Der Tom war an der Kasse. Hey, Tyler, erinnerst du dich an den Forellenkönig? Der Forellenkönig. Der ist ja süß. Machst du Witze? Er erzählt allen Kunden vom Sieg beim Forellenderby. Es war ein 12-Pfünder. Ah, na, süßer Herr. Reden wir mit Michael noch nicht. Was haben wir hey, hier? Hey Tom, seit wann hast du dieses Nummernschild aus Kalifornien? Erinnerst du dich an das junge Paar, das letzten Sommer durch die Stadt kam? Mit dem flippigen Wärm. Die haben dir ihr Nummernschild geschickt? Durch Beziehungen habe ich ihn ausgeholt. Mit Beziehungen meinst du Rabatt stehen. Für Eddie auf die neuen Wattstiefel, oder? Ich habe Freunde in hohen Stellungen. Sehr cool, Schoki. Ja. Haben wir hier? Das ist nicht das. Das war hier um die Ecke. Was auch immer, wahrscheinlich das hier. Mal sehen. Frische Pfingstrosen, dreischichtige Schokotorte, geröstete Marshmallows. Machst du gerade eine dramatische Lesung eines hochtrabenden Kochbuchs? Alles Teelicht. Nein, ich sehe mir nur hochtrabende Kerzendüfte an. Rolli-Kerze, Gletscherduftkerzen. Das heißt, wir haben nur die zwei. Da ist nichts mehr. Nee, da oben war auch nichts. Wie viele Stunden haben wir als Kinder hier verbracht? Wir waren die Bosse hier. Ich habe die Erinnerungen verdrängt. Ja, wir wären die Bosse hier. Viele. Marianne und Tessa spielten immer Karten und wir mussten den Laden schmeißen. Es war das Highlight der Woche. Wir konnten auf dem Spielplatz spielen und Tessa hat uns erlaubt, im Restaurant zu essen. Und wir hatten ein wenig Ruhe vor Marianne. Man lebt ja nur einmal. Okay, wo auch immer du dir die hinpackst. Hier war nix, ne? Da war nix. Was haben wir hier? Ketchup? Michael, soll ich dir Birkensirup mitnehmen?
Willst du mich etwa auf umständliche Art fragen, ob ich euch meine weltberühmten Pancakes zubereite? Erwischt. Pancakes. Aber ich kann die nicht auswählen. Nimm sie doch mit. Ansehen. Ich will sie mitnehmen. Da sind wir wieder am Anfang. Hier war nichts mehr. Also, welchen Köder würdest du für die Stahlkopfforelle nehmen? Naja, nichts geht über Little Cleos. Aber je nach Bedingung. Moment, ist das ein Test? Hey, ich wollte nur sicher gehen. Doch da. Was? Glaubst du? Wie siehst du das mit den Reinigern? Nur, dass Reiniger immer bedeuten, einen echt bedauerlichen Nachmittag zu verbringen. Boomerang für alle Oberflächen, Allzweckreiniger. Erinnerst du dich noch an unsere Sitzstreiks in der Süßwarenabteilung? Organic Clean. Was wollen wir? Candy Corn! Wann wollen wir es? Bevor es nach Hause geht! Boah, Candy Corn. Fieses Zeug. Ja, lieber den Boomerang Reiner oder lieber den organischen? Dieser Kürbis ist ja riesig. Der organische klingt so ein bisschen mehr nach Bio. Ja, der Reiniger fehlt noch und dann möchte ich noch mit Michael reden. Organischer, ne? Ja. Lieber das Biologische. Okay, wir sind hier fertig. Sonst Meckerteiler. Nein, noch nicht. Noch nicht. Inventur, was? Ja, mein Verstand ist gerade nur noch Brei. Wir haben aber auch sehr viele Artikel. Wie läuft denn der Großeinkauf? Findet ihr alles? Ja, wir haben alles. Ich warte nur auf Tyler. Ja. Ich wäre schon längst durch, aber Tyler Glaub will noch ein bisschen stöbern. Soll er nur. Ist sicher komisch für ihn, zurück zu sein. Scheint ihm gut zu gehen. Es war ein harter Tag. Sind wir mal ein bisschen ehrlicher. Es war ein harter Tag, doch. Ja, ich weiß nicht. Heute war es echt verrückt. Definiere verrückt. Ist nur blöd, dorthin zurückzugehen. Also anscheinend kennt sie den Michael schon recht gut. Wir haben etwas gefunden. Wir haben was in Marianne's Zimmer gefunden, das uns echt überrumpelt hat. Willst du darüber reden? Wollen wir schon, darüber aber reden? Nicht hier. Okay. Und es ist nicht an mir, das zu erzählen, aber wir können uns ja nachher alle treffen und du erfährst die ganze Geschichte. Sehr gerne. Okay, na gut. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Okay, supi. So, bezahlen. Wahrscheinlich auch einfach rausgehen, ohne zu bezahlen, oder? Ist das alles? Ja. Danke, Tom. Oh, Tessa. Hi, Tessa. Wir wollten dich gerade besuchen kommen. Hi, Tessa. Lange nicht gesehen. Mein Gott, du siehst aus wie ein komplett anderer Mensch. Ich bin's. Die scheint nett zu sein. Ja. Die erste nette Person, die wir kennen. Also, wir waren heute im alten Haus. Himmel, was wollt ihr denn da? Mich wundert, dass es noch steht. In Marianne's Schlafzimmer waren ein paar Sachen, die uns verwundert haben. Ach, wirklich? Wir wollen dir ein paar Fragen über sie stellen. Du bist vermutlich die einzige Person, die Marianne besser kannte als wir. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Das ist ein Jahrzehnt her, Kinder. Ich weiß, aber ich muss es fragen. Was denn? Hat sie je über mich als Junge gesprochen? Nein. Sie hat es nie erwähnt. Ich habe es erst später erfahren, wie alle anderen auch. Es hat Marianne klar beunruhigt. Hat sie sich dir denn gar nicht anvertraut? Eure Mutter war äußerst zurückhaltend. Sie brauchte niemanden und das war für alle klar. Aber es ging um Tyler. Wenn es um uns ging, war sie bereit, Hilfe zu suchen. Am Schluss nicht. Hört zu, ich habe heute noch viel zu tun. Tut mir leid. Ich kann euch nur empfehlen, nach vorne zu sehen. So einfach ist das nicht. Was in dieser Nacht geschah, kann man nicht so einfach begreifen. Aber es war sicher alles Teil von Gottes Plan. Mehr wissen wir nicht. Ich muss jetzt gehen. Ich wünsche euch viel Glück. Was zum Teufel war das? Ich wusste, dass sie nichts sagt. Hatte sie ein CIA-Training? Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ist komisch. Es ist komisch, oder? Ja, ich spüre es auch. Ich kann es aber nicht genau ausdrücken.
Was hat er vor? Was willst du? Was ist komisch? Oh, hier sind noch Erinnerungen. Das ist eine Erinnerung, die ich aber nicht auswählen. Doch jetzt erinnern. Der Erinnerung hey, ihr zwei, folgen. Seid ihr fertig? Ja, Mom. Können wir rausgehen, während du mit Tessa Karten spielst? Ach, heute ist leider keine Zeit zum Spielen, Schatz. Gehen wir besser. Die Tür ist jetzt offen. Kommst du mal her? Sorry, Tessa, aber ich hab's eilig. Oh, was hast du diesmal für eine Ausrede? Notreparaturen am Biberdamm? Tessa, also... Nein, ich will es nicht hören. Ich will mit dir reden. Sofort. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? Oh. Oh. Das hatte ich völlig vergessen. Ich erinnere mich. Aber irgendwie war es anders. Schauen wir mal, ob wir meine Version abrufen können. Okay? Okay. Ja. Versuche es. Muss ich erst richtig hinlaufen? Nee, da eher nicht. Da. Mom? Dürfen wir rausgehen, wenn du mit Tessa Karten spielst? Nein, heute gibt es keine Spiele. Marianne? Können wir reden? Ah, okay. Nein, danke schön. Lass die Einkäufe, Kinder, wir gehen jetzt. Stopp! Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Okay, das wirft wieder ein... Unsere Erinnerungen sind leicht verschieden. Anderes Licht wieder. Rashomon und so. Egal, wie es anfing. Nachdem sie zur Ladentheke rüber sind, ging noch Mary Ann auf Tessa los, nicht wahr? Nein. Mary Ann verteidigte uns, weil Tessa mit ihren Moralpredigten kam. Also, welche nehmen wir? Wähle aus, welche Erinnerung du nachgehen möchtest. Alicents Erinnerung, Tessa war wütend. Sofort. Oder Mary Ann war Bitte, wütend. Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Hörst du das auch? Mary Ann war bei Kampf aus. Also ich bin dann eher für Mary Ann war wütend. Dich an deine Schulden erinnern? Ja. Sie ist voll auf sie losgegangen. Sonst ein... Alison? Oder Tylers Erinnerung? Kurz reden. Okay? Ellie, wir haben noch keine Zeit. Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Will mit dir reden. Tue ich bei solchen Games sofort. Immer mega schwer und denke immer, Schulden ich nehme erinnern? Das Schlechte. Ja, aber was ist schlechter in dem Falle? Entscheide du. Also, welche nehmen ich finde das hier Bitte, interessanter. Lass uns einfach kurz reden. Okay? Bitte, Mary Ann, ich versuche nur... Halt dich von meinen Kindern fern. Deine Ratschläge brauchen sie nicht. Ich versuche nur zu helfen. Ich will keine Hilfe. Nicht von dir und von niemandem in dieser beschissenen Stadt. Ich bin mit euch allen durch. Auch durch mit dem Essen, das ihr von mir kriegt? Dem Benzin? Du vielleicht, aber die Kinder sind meine Kinder, Tessa. Meine, nicht deine. Bitte, lass uns das nicht hier bereden. Gehen wir in mein Büro. Na gut. Okay. Ihr zwei, wartet hier. Was ist los mit dir? Okay. Also ich finde auch, das passt besser in die Geschichte. Da bin ich bei dir, Ellie. Ich bleib skeptisch. Okay. Sagen wir, fürs erste Marianne war Marianne. Aber im Büro hielten sich beide nicht zurück. Keine. Worum ging es wohl in dem Streit? Mich? Weiß nicht. Man konnte überhaupt nichts mehr hören, als sie die Musik aufgedreht hat. Aber hey, jetzt wissen wir, dass sie uns angelogen hat. Fragen wir sie. Noch steht sie da. Sich hier noch sonst was ansehen. Öffnen. Einfach mal die Schranktür öffnen, während sie hier daneben steht. Kann ich dir helfen, Allison? Oh, nein, danke. Alles gut. Ich suche was, das ich vergessen hatte. Ach so. Ja gut, sie ist ja... Ist da wieder eine
mitnehmen. Da ist wieder so eine was von den denn hier? Sammlerstücken, genau. Sehen. Mann, 2004. Tessa hat alles in diesen Notizbüchern aufgezeichnet. Zum Beispiel? Alle von ihr gewährten Kredite, Dinge, die sich Stammgäste kostenlos mitnehmen konnten, sogar die Kirchenspenden. Und was dann? Verteilt sie etwa Pferdeköpfe, wenn die Leute nicht zurückzahlen? Ich glaube, sie macht sich nur gern Notizen und übergibt sie dann irgendwann Petrus als Bewerbungsmappe. Petrus, Paulus. Okay. Mehr kann ich aber nicht tun. Ne? Tessa hat alles in diesen Notizbüchern aufgezeichnet. Zum Beispiel? Alle von ihr gewährten Kredite, Dinge, die sich Stammgäste kostenlos mitnehmen konnten, sogar die Kirchenspenden. Wahrscheinlich, da ist nichts mehr. Wenn die Leute nicht zurückzahlen? Ich glaube, sie macht sich nur gern Notizen und übergibt sie dann irgendwann Petrus als Bewerbungs... Kann ich irgendwas für euch tun? Ich kaufe nur ein. Was machst du gerade? Dein Streit mit Marianne? Oder vergiss es. Dein Streit mit Marianne. Nee, fragen wir erstmal, was machst du denn da? Und, was machst du so? Ach, nur Inventur. Ein Glück habe ich heute frei, was? Ja, was für ein glücklicher Zufall. Was für ein glücklicher Zufall. Ach nein, wir holen nur ein paar Sachen für das Haus. Oh, okay. Braucht dein Bruder vielleicht Rasierprodukte? Wir haben welche im Angebot. Okay. Ich glaube, er hat alles. Aber danke. Gut, gut. Tja, gebt mir einfach Bescheid, wenn hier irgendetwas fehlt, das ihr braucht. Okay, dein Streit mit Marianne jetzt einmal. Vorhin hast du gesagt, dass Marianne alles für sich behielt. Aber ein paar Monate vor ihrem Tod habt ihr zwei euch heftig gestritten, oder? Wir haben uns ständig gestritten. Du musst schon konkreter werden. Es ging nicht ums Schummeln beim Kanaster. Es war heftig. Ihr habt euch im Büro verschanzt, damit wir nichts hören. Tut mir leid. Aber das ist Ewigkeiten her. Und ich bin gerade beschäftigt. Okay. Denken wir nach. Versteh schon. Scheiße. Ich wette, sie weiß mehr, als sie zugibt. Oder auch nicht. Ach, nee. Aber wir können sie nicht festnageln, wenn wir nicht wissen, worum es ging. Wenn wir wüssten, worüber sie gestritten haben, hätte sie keine Ausreden mehr. Sicher, aber wie machen wir das? Die Musik war einfach zu laut, man konnte nichts hören. Mary Ann und Tessa waren verrückt nach dem Lied. Es lief ständig rauf und runter. Was meinst du damit? Wir haben diese Vision doch jedes Mal, wenn wir etwas sehr Emotionales sehen oder hören. Wenn wir es uns anhören, löst es vielleicht was aus. Da könntest du recht haben, Ronan. Mit halben Sachen brauchen wir gar nicht erst zu ihr zurückgehen. Lass uns mit Tom reden. Wir müssen sie direkt mit etwas Genauerem konfrontieren. Okay. Finden wir raus, welches Lied das war. Detektivarbeit geht los. Also, welches Lied? Hey, Tom. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Wie läuft das Geschäft? Wie läuft... Ja, sind wir mal nett und freundlich, nicht wahr? Wie läuft das Geschäft? Oh, nicht allzu viele Kunden. Aber dafür haben wir Zeit, die Inventur zu beenden. Wir schließen heute vielleicht früher. Ich gucke vielleicht das Finale von Survival on Ice. Sag es nicht, Tessa, aber ich bin für Butch. Sie denkt, er ist zu gnadenlos. Ich sage, das ist das Spiel. Hast du den neuen Schokoriegel schon probiert, der letzte Woche reinkam? Oh, nein, noch nicht. Komisch, dass er mir schmeckt. Aber Nero und Schokolade. Aber gar nicht Nero übel. Und Schokolade. Was sie sich wohl als nächstes ausdenken. Ellie, das ist echt was für uns, das Spiel. Was steht bei der Wahlkampftour an? Eine Versammlung am Hafen. Die Fischer sind unzufrieden mit der jetzigen Situation. Hab so meine Ideen, wie man den Fischbestand erhält und dabei trotzdem volle Teller hat. Schnapp dir ein paar Flugblätter zum Verteilen. Natürlich. Die Frage ist vielleicht komisch, aber erinnerst du dich an das Lied, das Tessa und Marianne so toll fanden? Es lief andauernd. Wie könnte ich das vergessen? Ich glaube, sie hat die CD immer noch irgendwo hier. Oh, schon ein bisschen abgenutzt, natürlich. Oh, ein Moment. Oh, hier ist sie. Um ehrlich zu sein, war ich froh, als sie weggepackt wurde. Für meinen Geschmack etwas zu kitschig. Und, klappt es? Das ist es, oder? Glaube schon. Glaube schon.
Dann werden wir doch bestimmt jetzt noch irgendwo eine Erinnerung finden, oder? Ja, dahin zum Beispiel. Wow. Ein Hinweis, ein Hinweis. Siehst du, was ich sehe? Ja. Was siehst du denn? Deiner? Siehst du auch das, was ich sehe? Ja. Mom, hör auf! Das ist so peinlich! Ach ja? Eine kleine Tanzmaus. Tessa, komm noch mit. Ich weiß, du liebst das Lied. Nein, auf gar keinen Fall. Einige von uns versuchen hier auch zu arbeiten. Ganz vergessen, wie unbeschwert sie sein konnte. Ja, Was zum Teufel ist passiert? Glaubst du, wir können noch weitere Erinnerungen finden? Versuchen wir. Die Kinder fragen mich andauernd nach diesen Bonbons. Aber die sind so teuer. Nimm einfach die Tüte. Ist okay. Oh nein, das geht doch nicht, Tessa. Kommt von Herzen. Okay. Aber schreib es dir in dein Notizbuch. Tessa ist nett. Ganz wie du. Wir haben es eben gesagt, Ellie. Hier, zufrieden? Ja. Ich komme dann am Mittwoch und helfe dir bei der Ladenschließung. Wie versprochen. Manchmal hat sich Tessa wie Marianne's Mutter aufgeführt. Ich finde, sie war selbstgerecht und hat Marianne wie einen Fall für die Wohlfahrt behandelt. Sie hat nur versucht zu helfen. Suchen wir das Notizbuch, das sie hatte. Ich bin sicher, im Büro stand bei eins mit der Aufschrift 2004. Ja. Aber wie kriegen wir sie abgelenkt? Hier war noch was, ne? Was ist das? Was? Was machst du hier? Ich dachte, du brauchst Hilfe im Laden. Das ist vor 2 Stunden gewesen. Hast du getrunken? Was? Nein, ich hatte einen sehr harten Tag, okay? Nimm Tabletten. Alles gut. Marianne. Ich sagte, alles gut. Na los, Kinder, gehen wir. Warte, bitte. Ich hab da was für dich. Guck's dir einfach zu Hause an, okay? Die kümmern sich um. Verwirrte Menschen. Ich arbeite seit Jahren mit diesen Leuten zusammen. Sie helfen dir. Komisch. Okay, also Tessa wollte ihr tatsächlich helfen. Was Marianne gegeben hat? Ich weiß es nicht. Sie lag in Marianne's Zimmer. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl, aber habe es abgetan. Die Broschüre war für sowas wie Konversionstherapie. Tut mir leid. Wow. Das macht Tessa dann wieder scheiße. Muss ich wissen, was Marianne davon hielt. Ja. Und wir müssen Tessa harte Beweise vorlegen. Oh ja. Oh, wir können jetzt den Computer benutzen. Anschalten. Tessa? Ist es okay, wenn ich kurz Google benutze? Mein Akku ist alle. Klar, aber beeil dich. Ich brauche den Computer noch. Für Achso. Für Marianne, das kann natürlich sein. Linda, dringend einmalige Chance, was für die Regierung, bla 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 bla, Spam-Nachricht, okay. Jugendlager für Tugendsuchende. Warte mal. War das etwa Ihre Empfehlung für Tyler? Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Tut mir leid, Tyler. Ja. Mal sehen, wie Tessa das erklären will. Also es geht doch um Tyler, Ellie. Hallo, vielen Dank für Ihren Einkauf, bla bla. Hey Tessie, ich bin gerade von meinem Arbeitsurlaub zurückgekehrt und die Mädchen lagen wie kleine Welpen friedlich schlafend. Ist das interessant? Müssen wir uns das an? Scrollen mit Y, oh mein Gott. Bedien dich, Tante Tessa, okay. Ihr wisst, dass ich ungern schon wieder mit dem Thema anfange, ist wieder... Unwichtig. Also, wir haben Beweise, dass Tessa den Flyer weitergegeben hat. Kann ich dir helfen, Allison? Oh, nein, danke. Alles gut. Ich kurz hoffen, dass sie mir helfen was, wollte. Das ich vergessen ja. hatte. Ja, genau das. Ah, 2004. Was Interessantes? Elijah. 24 Euro. Aber Elijah ist nicht Marianne.
Erik B. Voll abbezahlt. Marianne mit etwas mehr Einträgen. Scheint, als ob Marianne ab Oktober 2004 ihre Schulden nicht mehr zahlte. 5 Monate vor. Abbezahlt, abbezahlt, nicht gekommen. Ja, wir haben einen ganz guten Check Überblick, geplatzt, was passiert nicht ist. Gekommen. Sprechen wir mit Tessa. Nicht gekommen. Okay. Jemand wurde bezahlt, das zu schreiben. Dann sprechen wir jetzt Tessa einmal auf die E-Mail an und auf den Flyer. Dieses Camp, genau rechts oben sehen wir das Camp und den Eintrag im Buch. Kann ich irgendwas für euch tun? Wir erinnern uns an Einzelheiten. Wir sind's und können deine Erinnerung auffrischen. Ach, wirklich? Ja, ehrlich. Marianne hatte einen ihrer Tage. Du hast versucht zu reden, aber sie hat komplett dicht gemacht. Ihr habt angefangen zu streiten und du bist ins Büro und hast das Lied aufgedreht, das ihr beide geliebt habt. Hm, und wann war das? Unsere Erinnerungen haben keine Zeitstempel. Ach, die Scheiße. Oktober, ne? Oktober 2004, oder? Ich glaube, Oktober. Oktober 2004. Ab da konnte sie nicht mehr ihre Schulden zahlen, ja. Oder? Ja. Wer weiß warum. Davor fand sie immer einen Weg zu zahlen. Aber wir stritten uns nie wegen Geld. Ich war frustriert, aber Nackten kann man nicht in die Tasche greifen. Ja, wir dachten nicht, dass es ums Geld ging. Du hast sie von dem Camp erzählt, sie wollte nicht mehr verurteilt werden. Ja, Franzi. Ah, Stardew Valley, ganz viel Spaß dir. Danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Danke, danke, danke. Bis später vielleicht. Liebe für dich. Größer Paragraph, Paragraph, Paragraph. Camp, ne, würde ich auch sagen. Wir wissen vom Bund für traditionelle Familien und, dass sie die Broschüre vom Lager von dir hatte. Welches Lager? Welches Lager? Das Jugendcamp für Tugendsuchende. Das Jugendcamp für Tugendsuchende? Das war eine Konversionstherapie. Du meintest, Tyler sollte da hingehen. Ich... Hört zu, eurer Mutter ging es sehr schlecht. Man sah deutlich, dass sie kurz vorm Zusammenbruch war. So kann man's. Sie gab zu, dass sie überfordert war mit euch. Und ich hatte viel Gutes über das Lager gehört. Deine Antwort auf Mutters Stimmung war allen Ernstes, mich in Konversionstherapie zu stecken? Ich dachte, das könnte helfen. Euch beiden damals. Tyler, es war viel schlimmer als nur irgendwelche Stimmungen. Ihr ging es nicht gut. Gar nicht gut. Weißt du, was man den Kindern dort antut? Mittlerweile, ja. Wie hat Marianne deinen Vorschlag aufgefasst? Nicht gut. Also nicht Franzi oder den. Der perfekte kleine Schmetterling werden, der in seinem Kokon schlummerte. Und ja, das war ein Streitthema. Also hatte sie kein Problem mit mir? Ganz im Gegenteil. Sie hat dich geliebt. Hör zu. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe heute noch viel zu tun. Das ist jetzt die Frage, Ellie, ne? Also okay. Es kann natürlich echt sein, dass die Mutti sich reinlesen wollte. In das Thema Transgender-Sohn und dass die Tessa ihr halt diesen Flyer mitgegeben hat, weil sie darauf nicht klarkommt. Mögen wir Tessa nicht? Okay, wir mögen also die Mutter, die durchgedrehte die Mutter. Ah, Michael hat sie in deinen Kofferraum gepackt. Okay, danke. Dann kam die Dose. Tschüss, Tom. Ja. Bis dann. Genau. Was denkst du? Ich versuche nur, dass... alles zu verstehen. Unfassbar, dass Tessa Vecchi über die Vergangenheit sprach. Bravo. Ja. Und Marianne, sie unterstützte mich? Es ändert im Grunde aber nicht viel, oder? Ich denke auch. Sie war trotzdem völlig verrückt. Ja. Sie wollte mich trotzdem töten. Aber dass sie mich beschützen wollte, bevor weiß der Teufel, was geschah und sie durchgedreht ist... Das fühlt sich gut an. Das, was du gerade gesagt hast, Ellie. Sieh mich an. Du kannst deinen Gefühlen einfach freien Lauf lassen.
ich brauche eine Zigarette. Du sprichst mir aus der Seele. Was? Sorry, ich frag mich nur, was das bedeutet. Ja, ich mich auch. Ellie, genau. Tja, gut, dass uns Eddie erwartet. Er kannte Marianne ganz gut und hatte ihren Fall. Hat er dir gegenüber denn je was von den Ermittlungen erwähnt? Nein, ich hab nie gefragt. Er dachte sicher, ich sollte lieber nichts wissen. Das wäre ja auch ein unangenehmes Tischgespräch geworden. Ganz genau. Aber er ist ein guter Kopf und korrekt. Er weiß bestimmt was. Gehen wir. Okay. Okay, Einkäufe sind da. Jetzt geht's zum Cop Eddie. Der ist ja dazu gebracht, alles zu erzählen, was sie weiß. Wir haben das volle Geständnis bekommen. Stand zumindest gerade da in der Belohnung. Man hätte also nur das halbe Geständnis kriegen können. Ganz schön trostlos. Normalerweise ist es voller, aber die meisten Beamten stempeln um Punkt 6 aus. Gibt's keine Verbrechen nach 6? Auf den Straßen von Delos Crossing? Nur Bären und ein paar Betrunkene. Normalerweise kommt Onkel Eddie allein damit klar. Auch mit betrunkenen Bären? Wie auch immer, er ist wahrscheinlich in seinem Büro, oben. Oh Mann, die haben immer noch dieses gruselige Maskottchen? Ein Biber? Er ist ein lokaler Held. Die Kinder haben Angst davor. Er ist ein lokaler Held, klar. Was? Sieht man Officer doch. Justin Bieber ist nicht gruselig. Justin Bieber ist unser dienstältester Polizist. Privat. Sollen wir mal die private Tür öffnen? Öffnen. Warte kurz. Ich will den ganzen Klatsch und Tratsch von Dallas Crossing abholen. Okay. Natürlich. Abgeschlossen. Ja, dann halt nicht. Was haben wir da? Steigen Sie ein. Sie möchten wissen, wie der Arbeitsalltag bei der Polizei aussieht. Dann bewerben Sie sich für unser Mitfahrprogramm. Okay, ein Mitfahrprogramm. Please wait here. Alaska. Naja, sollte ich mich gegen die wilde Welt der Buchhaltung entscheiden? Ich kann mir dich wirklich nicht in Uniform vorstellen. Echt? Ich würde sicher rocken. Nationalgarde. Vollstipendium, keine Studiengebühren? Mann, vielleicht hätte ich der Nationalgarde beitreten sollen. Tja, stattdessen wurdest du von einem Online-College abgezogen. Zu früh, Tyler. Zu früh. Oh, ist das immer noch da? Arschlöcher. Ob die Klippenausternfischer während der Ölpest weitergenistet haben? Ich hoffe nicht. Zu wenig, zu spät. Restroom. Gucken wir uns auch nochmal Justin Bieber an. I am the law. Ich bin das Gesetz. Piu, 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 piu. Sehr respekteinflößend. Okay, die private Tür war also zu. Hier ist keine Klingel oder ähnliches. Dann gehen wir doch mal in das dunkle Hinterzimmer. Warst du in deiner Kindheit häufig hier? Ja, immer wenn Eddie arbeiten war. Das ganze Revier ist wie meine Familie. Es ist eiskalt hier drin. Ansehen. Kennst du noch Mr. Haynes? Flüchtig. Hatte er nicht diese Werkstatt in seiner Garage, in der er Glasskulpturen gefertigt hat? Ja. Wird schon seit Monaten vermisst. Oh Mist. Ich habe seine Kunst immer gemocht. Ja. Sie haben ihn nie gefunden. Das war, als wir Kinder waren, oder? Ja. Marianne ist durchgedreht und wollte für Wochen nicht im Dunkeln fahren. Was? Claire Brown ist auf einer Schneemobilfahrt verschwunden? Ja, ich dachte, du warst noch hier, als das passiert ist. Kann mich nicht erinnern. So viele verschwundene Leute da in so einem kleinen Kaff. Im
Zettel, die da an der Wand hängen. Ich kann nicht fassen, dass sie psychiatrische Patienten in den Knast stecken. Das ist verrückt, würde Ellie auch sagen. Ja, hab davon gehört. Das ist alles so verkorkst. Wo ist eine Erinnerung? Ist die oben? Ich komme näher. Ja, bestimmt oben, aber ich will noch nicht nach oben gehen. Wir sind hier doch noch nicht fertig. Ein Foto. Erinnerst du dich an Dan und Shelby? Glaub schon. Die Oberschüler, die Tessa wahnsinnig gemacht haben, weil sie Fisch aufgedreht und beim Becky-Parkplatz rumgeknutscht haben? Ja, Dan ist Polizist. Die beiden sind verheiratet. Mit Kind und Labrador. Wow. Seit wann sind bitte alle so erwachsen geworden? Oh mein Gott, das ist zuckersüß. Es ist süß, aber sag mir nicht, du bist im Babyfieber. Nein. Wie kommen Männer immer darauf? Daddy Dog. Mhm. Was war der Tisch? Memo an alle Mitarbeiter. Hinweis, aufgrund von Überbelegung werden die Patienten in das andere Recorrection Center verlegt. Okay. Oh, Grex. Er hat sie einfach wieder liegen lassen. Mhm. Wie ein Officer Grex? Der in der Nacht bei uns war? Ja, ist immer noch da. Er wurde hier dafür berühmt, dass er einen Mörder aus Juno fassen konnte. Der Typ versteckte sich in einem Fischerboot und verdarb sich den Magen, als er aus einem Ködereimer gegessen hat. Die Verhaftung war also ein ziemliches Kinderspiel. Okay. Puh, das wird morgen großartig duften. Ist das das Tessas Restaurant? Mhm. Da gehen einfach alle essen. Was Besseres gibt es nicht in Delos Crossing. Aber mehr gibt's ja auch nicht zu sehen, außer die Essenspackung. Da scheint nichts zu sein. Das ist Denise Wilsons Schreibtisch. Kennst du sie noch? Was? Crazy Dee? Die hat doch den Trailer ihres Ex angezündet. Angeblich. Sie wurde freigesprochen. Und es heißt Officer Wilson. Sie ist jetzt verrückt nach Hundeschlittenrennen. Geht sowas überhaupt? Sie ist ziemlich cool. Ein bisschen verrückt. Ja, ich hielt sie immer für exzentrisch. Auf gute Art. Mit Leidenschaft. Leidenschaft. Kennst du den noch? Ach was, ist das Jet? Ja, er ist letztes Jahr gestorben, als er sich zwischen Dee und einen Bären stellte. Mhm. Oh, verdammt. Arme Dee. Schreiben. Das muss man bestimmt gleich hinterlassen, eine Nachricht. Zeichne einen Hund. Ein Hund, natürlich, klar. Dee war in ihrem vorherigen Leben ein Hund. Sehen. Wuff. Sehr schöner Hund. Ansehen. Sie hatte Geburtstag. Oh. Ich habe ihn vergessen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Du bist schuld. Ich habe mich so auf dich gefreut, da ist es mir einfach entfallen. Schlittenhunderennen. Siegerliste. So, ach, öffnen. Ach, da kommt man noch öffnen. Ich fast dran vorbei. Ein Schlüssel. Huh. Eine Schere. Sieht aus, als hätte sie ihren Spinnschlüssel hier vergessen. Wir nehmen ihn doch mit. Huh. Sieht aus, als hätte sie ihren Spinnschlüssel hier vergessen. Sollen wir raten? Den brauchen wir gleich noch. Sie wird mir die Hölle heiß machen, weil ich ihren Geburtstag vergessen habe. Ah, oh, alles Gute zum Geburtstag, Denise. Gute Arbeit, weiter so, Ellie. Hm. Du bist der Beweis, dass Weisheit nicht immer mit dem Alter kommt. Lass es krachen, die denn. Genieß das letzte Jahr, bevor du in den Club der verbitterten Frauen in den 30ern eintrittst, Rosie. Lass dir die Schokolade schmecken. Happy Birthday, die Joshua.
Happy Birthday. Du siehst noch keinen Tag älter als 100 aus. Maria. Und ich glaube, wir brauchen den Schlüssel, den wir aber jetzt noch nicht mitnehmen können. Nein, ganz nein, 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 Ali. Da brauchst du keine Angst haben. Da brauchst du keine Angst haben. Jetzt sind wir hinten rumgelaufen, ne? Jetzt ist hier nämlich... Jetzt sind wir im Private-Bereich. Was haben wir hier? Öffnen. Hallo? Abgeschlossen. Na gut. Eddie muss schon abgeschlossen haben. Ja, ich weiß, da geht es hoch. Ansehen. Haben wir da irgendwas, was wir da sehen können? Erstmal nicht. Was haben wir hier? Mann, die werden den Typen nie fangen. Was genau hat er getan? Ermittlungen zum Briefkastenräuber. Wegen dem Briefkastendieb, ja. Der Typ, wo wir ja schon herausgefunden haben, dass es Sam ist. Das Arschloch hat sich einfach meine Washi-Tape-Bestellung geschnappt. Ah, okay. Ich dachte an einen richtigen Briefkasten als Räuber. Du weißt schon, der auf seinem Pfosten herumhüpft mit einer kleinen Maske auf der Klappe. Hä? Verstehst du? Der Briefkasten ist der Räuber. Entschuldige, war ein schlechter Witz. Ja, war ein sehr schlechter Witz. Also ganz ehrlich. Nein. Und da ist noch eine Tür, bevor wir dann gleich nach oben gehen. Oh, die Tür ist offen. Irgendwas ist im Weg. Okay. Erinnern. Ah, hier kann man sich erinnern. Schon, hier können die armen Kinder doch nicht schlafen. Aber wo sollen sie denn sonst hin? Das Sozialamt braucht doch noch eine ganze Weile. Und das hier ist eben das einzige Bett. Alles außer einer Zelle. Wir finden was anderes. Okay, weil Officer... Das schon wieder. Gott, hier nicht auch noch. Ich bin nicht bereit. Ich auch nicht. An dem Abend, wo es passiert ist... Der Officer, der uns gefunden hat. Seht ihr noch irgendwo eine Erinnerung dann? Man kann halt in das Fenster reingucken. Ist die Tür denn offen? Wahrscheinlich nicht, ne? Dachte ich mir. Immer noch abgeschlossen. Immer noch? Dann haben wir schon da. Okay. Gut, hier ist keine Erinnerung. Dann gehen wir nach oben. Tyler, kommst du? Das Licht an. So. Ich nehme an, hier bunkern sie die ganzen Waffen und sowas. Waffenkammer. Das ist die Waffenkammer. Du solltest fernbleiben. Ja. Ich muss dir nicht sagen, dass wir da nie reinkommen. Keine Sorge. Ich versuche nicht reinzukommen. Ich habe es nicht so mit Waffen. Sag, da ist Licht an. Das Archiv ist nur für Mitarbeiter. Das glaube ich nicht. Das glaube ich kaum. Auch egal. Ich frage Chief Brown später. Da gebe ich dir recht, Ellie. Das sollte besetzt sein. Und ich denke, dass da irgendjemand auch besetzt drin ist. Lesen. Archiv. Lesen. Chief Brown. Klopfen. Es ist tatsächlich... Allison, hey. Ich telefoniere noch kurz. Ich sag mir Linda, dass die Raben in ihrem Abfall nicht Sache der Polizei sind. Ich bin gleich bei dir. Klar. Macht euch einen Kaffee. Hier, der Schlüssel für den Pausenraum. Danke. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, okay? Okay, Pausenraum. Ein Kaffee? Die Maschine ist unten im Pausenraum. Aha. Na gut, sonst habe ich mir schon alles angesehen. Erinnern. Dachte ich es mir doch, dass wir da irgendwie rein müssen. Aber
es ist versperrt von der anderen Seite. Ich dachte echt, dass ich diese Erinnerung irgendwo ganz tief in meinem Hirn weggesperrt hätte. Ja, ich auch. Aber wie kommt mich dann da rein? So nicht. Irgendwas ist im Weg. Naja, gehen wir erstmal in den Pausenraum. Ich fand... wo ist die Erinnerung? Hier geht es wieder weg. Ja. Vielleicht hier rein. Und dann da drin. Eine Erinnerung, eine Erinnerung. Okay, gehen wir rein. Ah, hier ist zumindest der Spind. Und da wird wahrscheinlich auch die versperrte Tür sein. Aber wo ist die Erinnerung? Irgendwas vibriert. Aber da draußen ist irgendeine Erinnerung. Aber wo? Ja. Sie ist Delos Crossings bester Polizist. Neben Eddie natürlich. Wo ist diese Erinnerung? Da. Wo gehen wir hin? Wir werden uns jetzt hier hinsetzen und ich stelle dir ein paar Fragen, okay? Okay. War das die Erinnerung? Ja. Aber normalerweise will ich nicht an diese Nacht denken, wenn ich hier bin. Das scheint die Erinnerung gewesen zu sein. So. Ja, abgeschlossen. War doch klar. Liga-Tabelle. Arktis-Welpen, kleine Helfer, okay. Hey, das mit dem Kaffee klingt ziemlich gut. Wo ist der Pausenraum? Sind doch bestimmt schon mittendrin. Igitt, die haben diesen Ort hier echt verkeimen lassen. Ansehen. Fangen wir aber hinten erst an, oder? Haha. Haben die wohl was dagegen, wenn ich einen nehme? Alles okay? Mir ist nur etwas übel. So. Tage ohne Bärensichtung 4. Das muss ein neuer Rekord sein. Da ist die Kaffeemaschine. Verwenden. Der ist noch warm? Willst du so spät noch einen Kaffee? Der hält dich wach? Ah, ich glaube eh nicht, dass ich viel schlafe. Hab zu viel im Kopf. Die staubigen Sofas machen es auch nicht leichter. Okay, was hat Tyler gesehen? Alles okay? Das ist doch bestimmt der Raum, wo die gepennt haben, oder? Ich kann das nicht. Beruhig dich, Alice. Halt dich an den Plan. Komm schon, dreh jetzt nicht durch. Nein, bitte. Ich kann nicht lügen. Das haben wir schon. Alles wird gut, okay? Alles okay? Ehrlich? Nein. Hast du je bereut? Nein, niemals. Na, vielleicht ein oder zweimal am Anfang, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meine, sieh nur, wo wir sind. Wo ich bin. Onkel Eddie ist jetzt wohl fertig. Gehen wir zu ihm. Ist es okay, wenn ich kurz in diesen Raum gehe? Bist du sicher? Ich bin schon an die Nacht erinnert, in der die Zwillinge ihre Geschichte erfanden. Ja, aber was für eine Geschichte. Okay, auf jeden Fall, da ist...
etwas, was ich nicht auswählen kann. Jetzt kann ich es ansehen. So hungrig bin ich auch nicht. Und da ist der Wagen, der die Tür versperrte. Das ist schwerer als erwartet. So, Tür ist auf. Wir haben das Schloss auch hinten an dem Schrank gesehen, an dem Spind. Die Delos News. Das hatten wir ja schon. Da ist nix. Was haben wir hier? Nochmal ein Restroom. Wahrscheinlich derselbe Restroom. Da kommen wir aber auch nicht rein, oder? Nee. Ich bin das erste Mal wieder hier seit dieser Nacht. Eddie fühlte sich so unwohl. Er ließ eine Vase fallen. Okay. Ah, scheiße. Sorry. Okay. Die haben sie behalten? Was? Diese Vase. Die wurde zusammengeklebt. Ach ja, diese Vase. Okay. Tja, der Eddie wollte wohl nichts. Oh, was ist das da hinten? Nee, oder? Hast du dich die ganze Zeit hier versteckt? Wie cool. Werden wir sie alle finden, Ellie? Für Gamerscore tue ich alles. Ich bin ziemlich sicher, dass Chief Brown sein Telefonat beendet hat. Ja, aber wir möchten doch noch in den Spind gucken von der Denise, hieß sie, ne? Genau. Okay, weil hier gibt es sonst nichts mehr zu sehen. Also, ab zum Schlüssel. Und ist noch eine Erinnerung. Warum wurden wir getrennt? Geht es Olli gut? Olli geht es gut, Kleines. Trinkt im anderen Zimmer Kakao. Alles wird wieder gut. Ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Kommst du mit? Tja. Du bist furchtbar still. Ja, sorry. Es ist echt viel. Ich komm klar. Ich bin ziemlich sicher, dass Chief Brown sein Telefonat beendet hat. Das ist also auch nichts Neues. Dann probieren wir uns mal an der Schublade. Ob wir den Schlüssel jetzt mitnehmen können. Sie merkt sicher nicht, wenn wir uns den leihen. Stimmt? Wenn wir ihn dahin zurücklegen, wo wir ihn gefunden haben, passt das schon. Ja, das kriegen wir doch hin. Ich bin der Meinung, irgendwas hatte eben vibriert. Ne? Du weißt doch bestimmt sag schnell, spinnt das Handy gewesen oder so. Wir sollten wirklich nicht hier sein. Ja, aber man weiß nie, wo man Informationen zu dieser Nacht finden kann. Das stimmt wohl. So, viel gibt es nicht. Balto war hier. Was haben wir da? Wilson lässt ihren Spindschlüssel im Schreibtisch und die Passworterinnerung im Spind? Das ist unverantwortlich. Ein Einbrecher könnte leicht auf alle Polizeiakten zugreifen. Ja, zwei Kobold-Einbrecher zum Beispiel. Memo an alle Mitarbeiter. Neue Verwaltungssoftware, bitte Passwort zurücksetzen. Im Rahmen der Einführung der neuen Verwaltungssoftware müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Beachtet bitte, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwort Zugriff auf den Computer an der Aufnahme hat. Bei Fragen wendet euch an Sally oder mich, Rosie. Winner on my 20th birthday. Das wäre ja verrückt. Der 20. Geburtstag. Ah, der 20. Geburtstag. Okay. Der 20. Geburtstag und sie hatte
Wann hatte sie Geburtstag, Ellie? Wann hatte Denise Geburtstag? Ich weiß es auch nicht mehr, aber da ist die Birthday-Karte. Steht das damit drauf oder weil irgendwo meine Stand ist? So, alles Gute zum 29. Geburtstag. Die Zeitung liegt noch da hinten. Das heißt, wenn das alles aktuell ist, ist heute der 29. Geburtstag, ne? Also wartet Brown nicht auf uns? Doch. Wir sollten zurück in sein Büro. So, wenn heute der 29. Geburtstag ist, Ellie, und da hinten die Zeitung mit dem hoffentlich heutigen Datum. Weiß nämlich gerade nicht. Ist da heute markiert? Ja, 2015, ja. Ich habe jetzt gehofft, das Datum von heute steht da drauf. Ellie, was haben wir heute für ein Datum? Sieh dir das Kunstwerk an. Hast du das gemacht? Aha. Ich habe es mal aus Langeweile auf die Vase geklebt und niemand hat es entfernt. Ja, war das vor 9 Jahren, das ist richtig. Also wenn jetzt 2015 ist, haben wir 2006. Das muss ein neuer Rekord sein. 2006, aber welcher Tag 2006? Welcher Tag ist heute? Irgendeine Idee, welcher Tag heute im Spiel ist? Kaum zu glauben, dass sie grundlos ins Gefängnis müssen. 16. Oktober. Ist das von heute? Nee. Und werden die Patienten... Das ist natürlich die Frage, ist heute der 16. Oktober? Aber zumindest können wir mit dem Schlüssel jetzt die Aufnahme aufmachen. Puh, Rose lässt mich hier nie rein. Oh, Rose hat den Computer angelassen. So. Das ist vom 29. Oktober. Dann ist also nicht der 16. Oktober heute. Jackson, wie heißt sie nochmal? Nächster. Denise Vicenzne. Wilson. Denise Wilson. Auf 10. Passwort. Scheiße. Ach, das ist ja... Ach, der Name, ne? Sag schnell, 16. Ja, ja, der Name von dem Sieger. Ich habe etwas zu wenig gedacht. Ich sollte sie auf einen Drink einladen. So. 2006, Jeff King, Salem. Also Salem. Dann habe ich tatsächlich zu weit gedacht. Salem, Salem, Salem. Salem, Salem, Salem. Salem, Salem, Salem. Salem, Salem, Salem. Bingo. Bingo.
Irgendwas Gutes? Nur die. Hallo, die Nutzerinfo, weil du morgen. Sam. Was ist mit ihm? Hat schon wieder die Letzte Nacht. Woche wurde er wegen Betrunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet und nicht zum ersten Mal. Es geht irgendwie abwärts mit ihm. Die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Er war total besoffen und hat Kunden terrorisiert, als Maria ihn vor Bernies aufgelesen hat. Im Revier ist er relativ schnell eingeschlafen, sodass es ihm besser gehen sollte, wenn du anfängst. Er hat aber wahrscheinlich einen Riesenkater, sodass ihm wohl eine große Portion Kaffee und Donuts guttun würde. Büro Schlüsselbund. Frau Reynolds hat heute Morgen einen Schlüsselbund vor dem Veggie-Laden gefunden und ihn abgegeben. Wenn den jemand sucht, der ist im Schrank des Fundbüros. Ich hätte es ja ordentlich archiviert, aber die neue blöde Verwaltungssoftware hat den ganzen Tag gestreikt. Ernsthaft, er kam auf die Idee, die zu ändern. Den würde ich gerne mal zum neuen Zwei-Wege-Schießstand einladen. So, Just Between Us Staffel 2. Oh. Hallo, die. Gibt es für deinen Vortrag am Freitag irgendwelche Folien oder Lesematerial? Ich wollte dir auch noch sagen, dass sich ziemlich viele Leute angemeldet haben. Also bereite dich auf eine hohe Teilnahme vor und trage deinen schicksten Anzug. Ich glaube, dass die Kinder deine Reden wirklich gut finden. Weiter so. Ellie, ich warte noch auf deine "Hast du gut gemacht, Lars?" Nachricht. Hallo Kayla, ich sende dir die Folien, sobald ich zu Hause bin. Ich freue mich so, das zu hören. Ich verrate dir mein Geheimnis, wie man die Aufmerksamkeit der Kinder bewahrt. Geschichten aus der Ausnüchterungszelle. Letztens habe ich ihnen erzählt, wie ich mit einem Besoffenen in eine rasante Verfolgungsjagd auf einem Schneemobil geraten bin. Naja, ein bisschen habe ich das Ganze schon ausgeschmückt, aber grundlegend entsprach es der Wahrheit. Haha, alles was nötig ist, um seinen Standpunkt zu vermitteln. Stimmt's? Scared straight. Schätzchen, du rennst bei mir offene Türen ein. Ich freue mich schon auf Freitag. Ja, das war's jetzt. Das Passwort gefunden und den Computer der Polizei zu entsperren. Und was hat uns das jetzt gebracht? Ja, Ellie, ich hoffe, dass wir auch hier schnell durchkommen. Können wir die Tür aufspüren, aufmachen? Nein. Archiv da oben, ne? Wobei, wir haben die Schlüssel. Hey, schade. Tut mir leid fürs Warten. Manchmal rufen uns die alten Leute nur so an. Sie sind halt einsam. Schon das gut, ich auch Onkel. Gehofft. Hey, kennst du den noch? Ja. Na klar doch. Wie könnte ich ihn vergessen? Tyler Ronan. Zurück in Delos Crossing. Schön, zurück zu sein. Und schau dich nur an. So erwachsen. Ja, hab immer aufgegessen. Alle sind so stolz auf dich. Wie du für die Kids in Fireweed da warst. Ich sag's ja, Kinder sind die Zukunft. Ich dachte, das sagt Whitney Houston. Komm schon, Kumpel. Sie hat mir die Nummer gestohlen. Jeder weiß das. Seht euch an. Endlich wieder vereint. Gut, was? Ja. Wie bin ich nur ohne sie klargekommen? Also, Eddie, wir sind nicht nur aus Spaß hier. Wir fanden was in Marians Zimmer. Irgendwie ergibt nichts mehr so richtig Sinn. Und jetzt haben wir Fragen. Ach ja? Marianne Sorgen gemacht? Die waren ihre letzten Tage. Hat sie sich Sorgen gemacht? Hat sie was erwähnt, das sie beunruhigt haben könnte? Vor allem in Bezug auf Tyler. Nein, sowas hat sie immer mit sich selbst ausgemacht. Hat uns alle auf Abstand gehalten. Verstehe. Eins sag ich euch aber. Eure Mutter. Hätte keinen dafür gehasst, anders zu sein. Meistens lief es andersrum. Wie waren ihre letzten Tage? Hat vielleicht jemand was über ihr Verhalten angemerkt? In dem Zeitraum vor dem Tag? Irgendwas? Nein. Für alle, mit denen ich sprach, kam es überraschend. Hattest du sie noch gesehen? Also an einem der letzten Tage? Nein. Ich hatte sie lang nicht gesehen. Vielleicht einen Monat vorher.
Ja, dann danke sehr. Danke, Onkel Eddie. Wenn ihr mich fragt, in Erinnerungen zu wühlen, bringt nichts. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Man hat immer die Wahl, Junge. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber es stimmt. Könnten wir ihre Akte sehen? Vielleicht fällt uns darin was auf. Ihre Akte? Ihre Fallakte, Polizeiakte oder wie auch immer. Ihr hebt die quasi ewig auf, oder? Das stimmt zwar, aber ich kann sie nicht einfach herzaubern. Es gibt Vorschriften. Aber du bist Chief. Darum muss ich mich erst recht an die Vorschriften halten. Versteht ihr? Hör zu, Chief Brown. Hilfst du uns jetzt oder können wir uns nicht auf dich verlassen? Nein. Leicht aufbrausender junger Mann. Tyler, ich weiß, du nimmst mir Fireweed übel, aber es war die beste Lösung. Ich bin nicht sauer wegen Fireweed, sondern weil du meine Schwester 7 beschissene Jahre lang von mir ferngehalten hast. Darum geht es hier? Das war auf Anraten des Gerichts. Die sind die Experten. Ich habe zugestimmt. Ja, klar hast du das. Glaub mir einfach. Wir haben alle geglaubt, dass es in dieser Nacht Notwehr war. Aber es gab keine Beweise. Ich fass es einfach nicht. Hör zu, wir konnten nicht sicher sein, okay? Ich habe versucht, euch beide zu schützen. Bist du noch immer unsicher? Was? Du denkst immer noch, dass die Trennung die richtige Entscheidung war? Sie war traumatisiert. Wir hätten uns gegenseitig gebraucht. Und du hast uns das genommen. Und warum durfte deine Schwester nicht zu dir kommen, als du 18 wurdest, Onkel, hä? Bitte, lassen wir das. Sie wird dir nie sagen, wie sehr sie das verletzt hat. Doch, so war's. Es ging um mich, nicht um Allison. Sie versteht das. Und 3 Jahre sind nichts im Vergleich zu 7. Stimmt's, Ellie? Also ich wäre für das Zweite. Ellie? Ach so, ich sehe gerade. Sorry. Eddie wollte nur das Beste für mich, ist Option 1. Oder Option 2, es war falsch, uns zu trennen. Gut, das Zweite. Hör zu, Onkel. Die Trennung hat mir nicht geholfen zu heilen. Wenn überhaupt eher das Gegenteil. Nee. Auch wenn er gefährlich gewesen wäre, ich hätte es riskiert. Getrennt zu sein war furchtbar. Ich wusste nicht, dass du so fühlst, kleiner Elch. Es war nicht leicht, darüber zu reden. Ich wollte nicht undankbar wirken. Okay, jeder hat Scheiße gebaut. Wir haben uns verletzt. Das kann schon mal vorkommen. Sehen wir nach vorn. Klingt nach einer guten Idee. Da frage ich mich, wer wen erzogen hat. Onkel, wir übernachten im alten Haus. Wir sollten los. Wollt ihr erst mal essen? Geht auf mich. Ich will euch nicht mit leeren Mägen gehen lassen. Da sag ich nicht nein. Okay, gehen wir. Na, die Frage ist natürlich, ob man noch ins Archiv hätte kommen können. Ich weiß es nicht. Der wilde Jäger ist es gewesen. Okay. Ich kann nichts dafür, Eddie. Das mit den Haaren tut mir leid. Ich tu's nie wieder. Ich werde dich umbringen. Nein, lass dich!
Allison. Was? Krass. Allison. Ich habe sie umgebracht. Ich habe sie getötet. Allison, wir müssen Hilfe rufen. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Ich war das. Und wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein. Ja, wir passen aufeinander auf. Okay. Das tun Kobolde so. Und Brüder und Schwestern. Alles wird gut. Wir schaffen das. Bestimmt. Das ist jetzt zumindest eine Wendung. Kapitel 1 abgeschlossen. Ja. Okay, das war auf jeden Fall ein schöner Cliffhanger. Ja, cool. Ellie kann schlafen gehen. Ja. Also es gibt 3 Kapitel. Das war jetzt Kapitel 1. 3,5 Stunden. Ich habe schon irgendwie fast damit gerechnet, dass wir so gute 4 Stunden unterwegs sein werden. Ja, schön. Das wirft auf jeden Fall so ein paar Fragen auf. Also ich finde es jetzt nicht so einen richtig krassen ist nicht so ein richtig krasser Twist, sagen wir mal so. Weil das wirft natürlich insoweit immer noch ein gewisses Licht jetzt auf die Beziehung der beiden. Und ich frage mich immer mehr, warum Tyler so tough reagiert, wie er denn reagiert. Dann haben wir noch ordentlich was vor. Ja, Ellie, ich hoffe, du bist auch wieder dabei beim nächsten Mal. Ich frage mich halt trotzdem, also ich werde tatsächlich nicht so ganz warm mit dem Tyler. Ich weiß nicht, also die Allison, die ist schon so ein bisschen mehr so und die Taffe. Der Tyler, der ist so ein bisschen so, Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein, ich weiß es nicht, das kann ich nicht wirklich beschreiben. Ist Jules noch da? Ich denke, so weit bist du schon gekommen, oder? Ja, der wechselt so schnell, ne? Also mal von gefestigt ist er dann auf einmal so anders und aufbrausend und auf 180 gefühlt, obwohl er das gar nicht sein müsste. Und ich meine, gut, zum Schluss, die Mutter wollte ihn umbringen, weil sie einfach diesen, aber gleichzeitig hat natürlich auch der Tyler den wilden Jäger gesehen, den kompletten, diese Horrorfigur, sage ich mal so. Und ich weiß nicht. Also ich glaube auch, dass beide so ein bisschen einen Knacks haben. Und dann kommt die Allison auf einmal mit der Schere rein und sticht die Mutter ab. Krass. Dann war da auf einmal ein See, genau. Krass. Naja, mal sehen, wie es weitergeht. Also, der nette Herr Polizeiobersheriff möchte also essen gehen mit den beiden. Dann wird man sehen, wie es weitergeht. Oh, Herr Bald, zack, See, genau. Ah, interessantes Ende.